Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ja Rambo macht miese. Und alter Schwede, was habe ich heute rausgesucht? Ich hatte auf jeden Fall Bock auf den BMCL. Es gab definitiv noch Leute, die ich mir anschauen wollte, die ich noch gar nicht angeguckt habe. Ein paar Battles standen zur Auswahl. Ich habe mich jetzt heute für Tierstar gegen Greg Pipe entschieden. Und wie gesagt, die Frage ist, wie viel Legendenstatus kann in einem Match sein? Und die Antwort ist ja. Also wirklich crazy Ding damals. Das ist über 10 Jahre alt. Das ist, glaube ich, eins der ersten BMCLs gewesen. Das dritte, vierte BMCL überhaupt. Und selbst damals war es schon ein Stück Geschichte. Es gab nämlich diese Vorgeschichte, die beiden haben schon gebattelt. Ich meine nie 1 gegen 1. Also das Battle, was ich kenne und damals auch schon kannte, das war von Feuer über Deutschland 3. Ihr erinnert euch, in diesem Boxring. Und da stand Tierstar und jetzt, Vorbereitung, sein Vater. Ich habe tatsächlich den Namen vergessen, Mann. Tierstar war mit jemandem zusammen gegen Adi, der sonst eigentlich immer mit der Neue Westen aufgetreten ist, und Greg Pipe. Das waren auch so zwei Monster, die, meine ich, auf beiden Feuer über Deutschland waren, also FUD1, FUD2. Genau, ne? Also ich habe ja auch gesagt, so mein Highlight war zum Beispiel immer Fahrt, der war aber bei Teil 1, glaube ich, nicht dabei. Ich weiß nicht, ob der bei Teil 3 kein Interesse hatte oder was auch immer, aber wie gesagt, Greg und Adi waren immer dabei, die haben sich dann da zusammengetan, das waren auch so zwei der besten Punchliner, kann man sagen. Ich weiß gar nicht, ob Tierstar vorher dabei gewesen ist, also ich glaube nicht. Und ich meine, sein Kollege hieß Bektasch oder so, ne? Die zwei. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand in diesem Tour und Two konnte ich mit Tierstar und Bektasch noch gar nicht so viel anfangen. Ne, das war zwar irgendwo der Film so, den ich auch kannte so, ne, und wo ich gedacht habe, ja, so das sind auf jeden Fall reale so, und da spricht gar nichts gegen so, aber mir war das irgendwie, Battle war für mich immer einfach auch so Entertainment im Vordergrund so. Also du kannst auch deine Geschichten erzählen oder auch da bestimmte Sachen widerspiegeln, die du halt verkörperst, aber irgendwie haben mir, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil ich habe das auch ewig nicht gesehen, aber ich meine, damals konnte ich mit Tierstar und Bektasch gar nicht viel anfangen. Also da fand ich, ich kannte sie halt nicht, ne? Also als ich damals die DVD mir gekauft habe und schon gelesen habe, Greg Pipe und Adi, da dachte ich, wie krass, das sind doch, ne, ich kenne die doch, das sind so für mich so zwei der krassesten aus dem ersten Teil. Das waren halt schon so meine Favorites, so, ne, und Tierstar und Bektasch haben das auf jeden Fall dann nicht in dem Battle irgendwie geschafft, dass die mich, sag ich mal, so überraschen, dass ich so diese Favoritenrolle da irgendwie gewechselt habe oder sowas, ne? Ich fand die nicht schlecht, aber ich hatte einfach das Gefühl, ich will lachen so, ich will Punchlines hören so, und ja, das hatte ich da jetzt meiner Meinung nach noch gar nicht so übertrieben so. Und dann, wie gesagt, ist Tierstar, nachdem es jahrelang gar kein Battle Rap in Deutschland gab, ist Tierstar an der Seite von Ben Salomo gewesen, ne? Also ich weiß, ich glaube, er war damals immer Teilnehmer. Irgendwann hat er halt auch angefangen, so ein bisschen zu helfen hinter den Kulissen. Ich weiß nicht, was er damals genau gemacht hat, aber spätestens mit Einführung der BMCL hat Tierstar halt eben auch beim Scouting geholfen von Battle-Rappern, die dann halt eben so ein BMCL bestreiten, bis er das dann irgendwann, glaube ich, so komplett übernommen hat. Zusammen mit Gian, anfangs glaube ich mit Mike Fiction, und ja, wie gesagt, später hat Tierstar gefühlt alles da gemacht, außer die Moderation, und dementsprechend war auch klar, wenn Rap am Mittwoch abgegeben wird, so, dann muss Tierstar das eigentlich übernehmen, so, ne, oder will er das auf jeden Fall auch übernehmen. Naja, wie gesagt, ansonsten weiß ich gar nicht genau, ob's noch eine Vorgeschichte gab. Ich glaube, es gab so ein paar Sticheleien im Vorfeld. Ich glaube, Tierstar, wenn ich das richtig verstanden habe, hatte Greg auch schon mal angefragt, und da hat Greg wohl abgesagt, ne? Da hat Tierstar, glaube ich, dann so ein bisschen öffentlich gemacht, dass, ne, warum hast du keine Eier, komm doch hier hin und so, stell deine Bedingungen und dann komm hier hin. So habe ich es auf dem Schirm. So, und
Ja, mehr kann ich jetzt im Vorfeld nicht dazu sagen. Ich habe es lange nicht gesehen. Ich kenne es natürlich schon. Ich habe es auch bestimmt nicht einmal geguckt. Also so 3, 4 Mal habe ich es mir in meinem Leben bestimmt schon angeguckt. Das letzte Mal ist Jahre her, viele, viele Jahre her. An der Stelle will ich auch noch mal sagen, ich hoffe von ganzem Herzen, dass es irgendwie möglich ist, die beiden noch mal zu sehen. Es wäre mir persönlich eine Ehre, beide zu battlen, und ich bin halt wirklich momentan so, ich bin mir eigentlich für niemanden zu schade, aber ich krieg auch immer wieder die Frage gestellt, wen willst du als nächstes battlen? Und es gibt viele, die sehe ich dann einfach nicht. So, ne? Wenn es mal einen Newcomer gibt, der mega spannend ist, oder jemand, der länger als ich dabei ist, oder jemand, der gerade alles rasiert, so, ne? Da habe ich immer eigentlich Bock drauf, also da ziehe ich nicht den Schwanz ein, aber ich sag irgendwo, hätte ich auch noch mal gern so ein Battle, wo ich sagen kann, Mann, das ist jemand so, den ich schon, bevor ich da war, irgendwie bewundert habe, so, oder ne, den ich schon gesehen habe, lange bevor ich selber da aufgetreten bin. Und wie gesagt, da wäre mir Tierstar und Greg Pipe definitiv eine Ehre. Bei Tierstar, also ich schließe es eigentlich bei beiden aus, dass das passiert, vor allem auch gegen mich. Also ich denke, Tierstar, weiß ich nicht, ob der battelt. Der hat mal irgendwann so, ich glaube, das war mehr Spaß, auch so eine Gage in den Raum geschmissen, die dann so unmöglich erscheint, dass das eher schon so rüberkam als, ey, ich will einfach nicht mehr battlen, ne? Außer ihr zahlt so eine Summe, wo klar ist, das zahlt keiner oder kann keiner zahlen. Und bei Greg Pipe, der hat halt nie offiziell was gesagt. Genau, also Greg Pipe hat nie, zumindest nicht so, dass ich es mitbekommen habe, gesagt, ich bin raus. Na, für mich hat der so eine Art Legendenstatus, ne? Einfach, er ist ein bisschen älter, nicht deswegen, ne? Aber er war irgendwie, er ist so einer von den Leuten, so von Feuer über Deutschland, von denen man in der Regel keinen mehr wiedergesehen hat. Ne? Ich habe gehört, Mighty ist auch da, ich muss immer, oder war auch da gewesen. Ich muss mir auf jeden Fall nochmal dieses Battle angucken, so, weil wie gesagt, Mighty war aber dann auch zu Rapper Mittwoch-Zeiten, Diltily-Zeiten und so, der war so aktiv. Und ich finde also dass er eine Legende ist, ist logisch, ne? Aber ich finde so diesen Legendenstatus, dass man dich jetzt schon Legende nennt, dazu darfst du nicht mehr aktiv sein, so. Dazu muss man schon das Gefühl haben, okay, vielleicht taucht der maximal einmal im Jahr auf, vielleicht auch noch weniger, ne? Vielleicht auch nur alle 2 Jahre ein Battle. Also dass du eigentlich inaktiv bist und vielleicht für das eine Match alle paar Jahre noch mal wiederkommst, so, dann bist du für mich wirklich Legende, so. Alles andere, ne, der eigentlich regelmäßig einmal im Jahr oder zweimal battelt, so, ist für mich aktiv. Der kann trotzdem so, man weiß, der wird Legende, man weiß, der ist einer der Besten und so. Aber wie gesagt, Greg Pipe war für mich wirklich, wirklich der Einzige, wo ich gesagt habe, der hat nach 2013 noch gebattelt und hatte für mich persönlich diesen Status, ne? Weil ich das Gefühl hatte, ne, der war nicht auf Events, der ist selten in Erscheinung getreten, er war eigentlich raus, ne? Aber hat an sich ja über Jahre verteilt immer noch das ein oder andere Battle mal gemacht, so, ne? Und deswegen für mich dieser Status. Naja, hier die beiden jetzt gegeneinander, und ich würde sagen, heute mal mit Intro und Provokation und hoffentlich auch mal wieder mit Rap am Mittwoch Outro, ne? Das haben wir bei mir zuletzt gegen Barracuda irgendwie ziemlich schnell abgebrochen, fand ich gar nicht cool. So, und ich wechsle mal rüber. In your Champions League, Rap oder stirb. Was geht ab? Hier ist Greg Pipe. Ich bin ja endlich bei Rap am Mittwoch in Berlin angekommen. Rematch! Und heute steht das Rematch an. Tierstar gegen meine Wenigkeit. Du wolltest keine offizielle Entscheidung? Kein Gewinner, kein Verlierer? Ich will nicht zu viel versprechen, aber es wird auf jeden Fall Tierquälerei. Das, was ich hier für dich drin hab, darauf kannst du dich nicht vorbereiten. Mord! WWF und Greenpeace werden mich hassen. Ja, diese legendären Provokationsvideos, die man dann kurz vorm Battle noch gemacht hat. Ich finde das, damals war es noch krass. Also vielleicht sind Tierstar und Greg Pipe auch einfach zwei Typen, die das geil rüberbringen können, die hier
zu der Zeit vielleicht auch noch eine gewisse Abneigung gegeneinander hatten, sodass sie das halt auch ernst gemeint haben. Für mich sind halt heutzutage die meisten Battles so, es gibt Gründe, warum man battelt, ne? Ähnliche Statistiken, ähnliches Standing, dies, das. Aber die meisten Jungs sieht man halt auf allen Events, man gibt sich eigentlich immer die Hand, so die wenigsten, mit den wenigsten habe ich wirklich Ärger gehabt. Bei den wenigsten habe ich mitbekommen, dass die untereinander wirklich ernsthaft Ärger hatten. Gab es auch mal wieder, ne? Aber die Sachen wurden dann auch selten in einem Battle geklärt. Na, das war irgendwie nicht möglich. Und diese ganzen Provokationen, ne? Wenn man dir sagt, schick mal noch irgendwie ein Video, dies, das. Und dann, ja, dann und dann, ne? Ich fick dich und dies und das. Ich weiß nicht, ich feiere das nicht so. Ne? Also ich kann das auch selber nicht, ne? Wenn ich jetzt einen Gegner habe, den ich an sich respektiere, ne, mit dem ich keine Geschichte habe und sowas, ne, ich mag das nicht dann immer vorher noch irgendwie provozieren und irgendeine Ansage machen. Ich kann das Battle dann promoten, kann sagen, ey, kommt rum, das wird geil, mein Text steht, ne, freut euch, wird richtig gut, aber wie gesagt, so ein Face-Off oder so künstlich Beef in der Promo-Phase starten und so, ist gar nicht meins, ne? Und finde ich, ist auch bei den meisten immer richtig wack anzugucken. Hier zum Beispiel, ne, wie gesagt, paar gute Sprüche, paar Ansagen. Das hat auf jeden Fall damals noch geknallt. Rapper mit auf Battlemania Champions League. Das Battle des Jahrhunderts, mein Mann Tierstar gegen Grabpipe, zwei Punchline-Monster. Ich freue mich unglaublich auf diese Begegnung und Grüße nochmal, gehen raus an Out for Fame, dass sie das auch supportet haben, auch an alle Out for Fame-Leute, die heute nicht da sein können. Danke nochmal so, das wird ein Hammer-Match. Ich freue mich sehr. Yeah, Mann, was hast du noch zu sagen, Alter? Schönen guten Tag, mein Name ist Sebastian von Out for Fame. Vielleicht kennen die einen oder anderen vorher über Deutschland 1, 2 oder 3. Grabpipe. Das ist auch krass, weil ich meine, ich war zu der Zeit natürlich noch gar nicht am Start, aber ich habe, glaube ich, schon mal erzählt, ich hatte damals einen Kollegen von einem Kollegen so, also Arash, der wurde von Fahrt gesigned so, ne? Und also ich hatte nicht so viel Kontakt mit ihm, aber wir sind dann irgendwann mal so zusammen unterwegs gewesen, ne? Das war halt ein sehr guter Freund von einem sehr guten Freund von mir. Und der hat dann irgendwann gesagt, weil der kein Auto hatte, so, ich habe einen Anruf von Darko, glaube ich, bekommen, hieß er. Den habe ich immer so als Gründer oder zumindest so als Chef, Manager, irgendwas von Out for Fame, der da so das Sagen hat, so empfunden. Und der hatte ein Büro in Bonn. Und da hat der halt gesagt, er soll vorbeikommen, weil die irgendwie Fahrt hatte, halt so einen kleinen Gig in Bonn. Und da sollte Arash damals die Vorgruppe machen. Müsst ihr auch unbedingt abchecken. Für mich auch einer der talentiertesten Rapper, die ich so persönlich kennengelernt habe. Macht richtig gute Mucke. Heißt inzwischen, glaube ich, auch anders. Aburash hat er sich jetzt umbenannt. Also müsst ihr auf jeden Fall mal abchecken. Aber wie gesagt, deswegen war ich hier so. Das war nämlich diese Zeit. Das war so 2013, 2014 war das. Und deswegen war ich so ein bisschen verwundert, wer er hier ist. So, ne? Aber ich hatte auch ansonsten gar nicht mit Out for Fame irgendwie Berührungen oder sowas. Ne? Ich war auch nie bei diesen One-on-One-Freestyles irgendwie als Zuschauer, als Rapper, irgendwie als Teilnehmer. Deswegen, ich hatte da nicht so die Ahnung, aber ich hatte immer das Gefühl, dass Darko so da der Big Boss ist, ja. War überall dabei und hat immer sehr gut gerockt. Teil 3 war auf jeden Fall ein hartes Battle gegen Tierstar. Heute das Rematch. Und checkt Out for Fame TV, das ist unser Channel. Da könnt ihr euch auch nochmal alle Battles, History quasi, History-Shit reinziehen. Und wir sind gespannt, ich will euch gar nicht so weit auf die Folter spannen hier. Viel Spaß jetzt beim Battle, checkt das aus. Ladies and Gentlemen, ich habe die Ehre, zwei MCs euch vorzustellen und ich schwör's euch, das wird der absolute Shit. Aber dennoch, gib mal richtig Shoutouts für die Leute von Deine Stadt klebt, denn die helfen uns auf jeden Fall, immer hier diesen Scheiß zu bringen. Deine Stadt klebt. Und natürlich, wenn ihr richtig geile Rapper-Mittwoch-Merchandise-Sachen habt, dann geht zu merchstore.net und dann kriegt ihr auf jeden Fall unsere korrekten Merchandise-Artikel. So, Ladies and Gentlemen, einen weiten Weg hat er gemacht nach Berlin und das verdient eine ganze Menge Respekt. Er ist einer der größten Punchline-Monster in diesem Land. Begrüßt in diesem Battle, Grabpipe! Yo, Berlin, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf jeden Fall. Wer hat Bock auf ein nettes und freundliches Battle, mach mal Lärm. Ja, seid ihr beim falschen Battle, Alter. Das wird richtig ekelhaft. Ladies and Gentlemen, und...
Ich will an der Stelle nochmal ganz kurz erwähnen, weil ich habe ja bisher nur auf zwei BMCLs reagiert. Das waren meine eigenen. Waren jetzt beide insgesamt nicht so spannend, weder von mir noch von den Gegnern, muss ich leider sagen. Aber da habe ich es auch schon angesprochen. Dieses Bild, ne, diese ganze Kulisse, diese BMCL-Ansage, so da stehen die Scouts, ne, die das möglich gemacht haben. Ben Salomo, für mich auch immer einer der besten Moderatoren gewesen. Also Chief als Host finde ich unschlagbar irgendwie so bei Diltily, aber ich finde, dass das Bild hier ist so ein ganz anderes. Also Ben hat ja nicht nur gehostet, der hat das ja komplett moderiert, so die ganze Show. Wer das live schon mal gesehen hat, also wer wirklich live dabei war, der weiß, was ich meine. Und egal, was irgendwann mit ihm passiert ist, was der heute macht, ich habe nie wirklich ein Problem mit ihm gehabt. So, wir hatten mal ein paar Diskussionen und sowas, ne, aber alles in Ordnung. So, ich habe auf jeden Fall nie Stress mit dem gehabt und wie gesagt, ich will mich da so als Unbeteiligter auch eigentlich ungerne platzieren, was da irgendwann passiert ist. Deswegen kann ich nur sagen, trotzdem zu dieser Zeit, ne, wie er das da aufgebaut hat, wie er das moderiert hat, das war geisteskrank geil. Und dieses ganze Bild einfach so, ne, mit diesem vollen Binu im Hintergrund, die Bühne, so alles, was dazu gehört, selbst diese Werbung, die dann immer eingeblendet kam und so, das und so Kleinigkeiten, ne, der Besen, der Red Bull Kühlschrank, das ist einfach so lange her schon, ne, das ist halt, ich will nicht sagen, dass das Top-Tier da irgendwie schlechter ist oder nicht mehr diese Qualität hat oder sowas, nein, ich meine einfach, Top-Tier hat das Ganze, was Rapper Mittwoch damals war, auf jeden Fall sehr geändert. So, ne? Also das ist für mich halt so, wenn ich das hier gucke, wo ich selber schon gewesen bin und was ich wirklich so als ersten Kontakt nach Feuer über Deutschland halt wieder so an Battle Rap mitverfolgt habe, das ist für mich, da kommen so richtig Flashbacks hoch, so. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist einfach geil, das nochmal zu sehen. Und das ist halt eine Zeit, die für mich vorbei ist, ne? Weil Top Tier macht was anderes, Diltily ist generell was ganz anderes. Und das ist einfach ein Stück Geschichte, was zu Ende ist, was wahrscheinlich so auch nicht 1:1 wieder zurückkommt. Und deswegen das zu sehen, immer geil, wirklich, feiere ich unfassbar, fühle ich richtig. Die Rapper-Mittwoch-Ikone, Alter, er hat auch schon so viel gebracht. Erst in der Lokal-Matador begrüßt hier heute an diesem Tag Tierstar! Yeah, yeah, yeah! Heute ist Tierstar, Nigga, der Tierquäler-Killer! Yeah! So, du bist den weiten Weg gekommen. Deswegen gebe ich dir die Chance, die Münze zu wählen. Faust oder Ficker? Faust. Tierstar will anfangen. Er hat die Münze gewonnen. Er entscheidet, er will anfangen. Bevor es losgeht, ganz kurz. Die beiden MCs haben sich darauf geeinigt, dass wir die Zeit gar nicht stoppen. Es ist ein so gut wie unlimited Battle. Bitte unterbrecht sie nicht. Redet nicht dazwischen, außer zwischen den Runden. So, wenn ihr Lärm machen könnt. Boot nicht. Wenn ihr was feiert, feiert. Aber redet nie dazwischen. Gebt jedem MC den Respekt. Egal, ob er von hier kommt oder nicht von hier kommt. Das ist wichtig. Unser Image als neutraler Veranstalter würde darunter leiden, wenn unsere Crowd überhaupt irgendeinen MC ausboot. Kriegen wir das hin? Gib mir ein Oh yeah! Oh yeah! Gut. Dann würde ich sagen, seid ihr alle auf euren Positions? Rap oder stirb, los geht's. Okay, los geht's. Ich geb immer noch ein Fick einfach rein da und schlagen, ja. Kick, bang, boom, Butterfly in dein Magen. Peitsch dich raus auf die Straße. Kriegst du in der Gegend noch mehr Schläge? Nee, Spaß, als ob ich so eine verkrackte Pfeife wie Gregor noch ernst nehme. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war über Deutschland Feuer. Stellt euch vor, es war nachts stockdunkel. Er erzählt, er haut Schraubenzieher durch Augenlider. Ich dachte, boah, der ist krass. Erinnerte mich an meine erste Stecherei und das war ehrlich harter Shit. Machte Licht an und dachte, wer da dabei, hätte einen Herzinfarkt gekriegt. Scheiß mal kurz auf Punchlines, ich weiß, es ist voll witzig und spaßig, aber mir brennt was auf der Zunge, ich geb keinen Fick jetzt und frag es. Eigentlich sind wir uns ja sympathisch, ja bla bla, ich mag dich. Aber warum willst du alle davon überzeugen, dass du irgendwie hart bist? Mach mal vor mir nicht so einen harten, hier bedeutet es gar nichts, denn wer von uns beiden wirklich hart ist, zeigt sich, wenn kein Zeuge am Start ist.
Ja, ich finde das auch einfach richtig geil, wie Asecco hier im Hintergrund, wie er einfach kompletten Tiers das Text mitrappen kann, ne? Also, ich weiß nicht, ob die so krass zusammen üben. Ich weiß gar nicht, ob Asecco, ob das der Bruder oder Cousin von Tierstar ist. So, ich vergesse es irgendwie immer. Auf jeden Fall Family und also ich mache das ja auch schon mal so, ne? Ich zeige meistens zeige ich Goyner halt meine Texte so 2-3 Mal, ne? Also so die ersten. Die ersten Inhalte, was daraus geworden ist und wenn ich dann komplett fertig bin. Einfach so, um abzuchecken, kommt dir eine Line bekannt vor? Wie findest du das? Findest du es gut? Findest du scheiße und so, ne? Und ich habe aber, sag ich mal, keinen, mit dem ich dann so komplett übe, ne? Ich übe immer für mich so. Das heißt, auch ein Goyner, der meinen Text vorher vielleicht 2-3 Mal gehört hat, der könnte den jetzt niemals mitrappen. Der kennt dann vielleicht einzelne Lines noch, wenn das Battle kommt, oder so die Highlights hat er dann auf dem Schirm. Aber wie gesagt, Asecco rappt hier jedes Wort im Hintergrund mit. So, das ist auf jeden Fall richtig krass zu sehen. Das habe ich sonst bei keinem gesehen, dass der da einen im Hintergrund hat, der alles mitrappen kann. Und noch was, Tierstars, mein Herz und mein Hirn, bedeutet so im Ganzen, das Tier steht für wilde Emotionen, der Star für erleuchtende Gedanken. Ihm fiel schon bei der Namensfindung nicht wirklich was echt Geiles ein? Oder warum zum Teufel will Gregor eine gottverdammte Crackpfeife sein? Egal. Jedenfalls handelte ich weiter mein Biss wie ein Verbrecher an dem Block da und dachte, was jeder Gina Hood so denkt. Pff, diese Rapper, alles Opfer. Hätte ich ihn auf der Straße getroffen mit einem seiner Wegbegleiter, hätte ich gefragt, hast du ein Problem? Bam! Noch ein Problem? Nee? Geh weiter. Geh weiter. Kein Bock hier mit. Ich finde das richtig gut. Und das ist zum Beispiel was ich letztens schon mal gesagt habe, ohne dass ich die jetzt irgendwie vergleichen will. Ne? Aber beispielsweise, was Hansen zum Beispiel zu Mighty so gesagt hat, ne? Der achtet am Anfang, oder Hansen macht das halt so über das ganze Battle, der macht gar nicht so viel Entertainment, der wird nicht so richtig deep irgendwie, ne? Und ich finde, das macht Tierstar hier auch nicht. Also der macht das, was Hansen bei Mighty gemacht hat, er sagt erstmal einfach nur seine Meinung. Nur bei einem Tierstar wirkt das halt jetzt ganz anders so, ne? Weil, wie gesagt, er vertritt jetzt da nicht irgendwas, er sagt aber einfach auch ganz klar so, Digga, was machst du denn auf hart, ne? Ich bin hart, so, ich komme aus der Hut, ich habe viel gesehen, so, du musst vor mir nicht auf hart machen, so. Und ich glaube, da ist, glaube ich, Tierstar so mit weitem Abstand der das jedem in dieser Szene sagen könnte, so. Also ich glaube, da liegen Welten zwischen Tierstar und den meisten, so, ne, dass man da sagt, okay, dem kann ich nichts vormachen. Und das wirkt dann irgendwie nochmal ganz anders so, ne? Das ist jetzt nicht, also jetzt bis auf das Letzte, ne, dieses Geh weiter, vorher war es jetzt nicht irgendwie lustig, es war jetzt nicht so, so deep, dass du so gedacht hast, oh ja, das ist einfach erstmal nur was klarstellen, aber hat für mich so, wenn Tierster das sagt, so einen ganz anderen Effekt, ne? Also man hängt schon voll da dran so. Den Arschlöchern rumzuquatschen, hi Werner! Ja, vor 5 Jahren war ich noch kein Battle-MC, machte danach erst so eine krasse Wandlung. Er erzählt, kein Plan, für welches Label ich mich entscheiden soll. Ich stehe gerade mit Sony in Verhandlung. Mann, nicht mal ein hirntoter Boss, der Musik macht, gibt den Knecht hier so einen Deal. Denn jeder mit Gespür vor Musik weiß, du machst keine echte Musik. Als ob sich jemand dafür interessiert, was der Penner auf dein Tapes da quatscht. Du füllst nicht mal einen Royalbunker, wenn du 0 mit 7 Elfen Entertainment machst. Oder mit Schimpansen auf Imperator, weil du in Wahrheit keine Haltung zeigst. Und dann sprang er auf den Schwanz von dem Typen, der wie Nas sein erstes Album heißt. Der zeigte seine Sachen Moses, aber er konnte ihm dafür nur einen fetten Knuffi verpassen. Denkst du, die 3 P's bei mir stehen für Pelhams Pussy Production? Selbst wenn dabei der Bass boxt, geht man damit auf die schnelle Echtpleite. Wem nützt es? I love money und verkaufe keine self-made Crackpfeifen Deluxe, Bitch! Und meintest du nicht, als K1 zu Bushido ging, dass die Scheiße eh dort floppt? Ich kann doch viel besser freestylen. EGJ ist eigentlich Gregors Job. Mach ich eben auch so einen auf Gangster, indem ich mit Rhymes dolle schieß und versuch es mal bei Sektenmusik. Die Scientologies. Da stellt sich mir wieder die Frage,
wer war denn jetzt der Erste, der in Deutschland ein Scheme gemacht hat? Weil, wenn wir mal ehrlich sind, Cynic gab es hier noch nicht. Ne, noch gar nicht. Also, Brian Damage, gab es den hier schon so, dass so ungefähr zu der Zeit, glaube ich, hat nämlich Diltily die ersten Events gemacht oder ein paar Monate davor oder danach, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber der hatte sowas auch nicht in seinem ersten Match, glaube ich, ne? Also, das geht schon für mich in die Richtung, was er gerade macht. Es ist doch eine Art Scheme, oder? Er verbaut die Wörter, also er redet jetzt von ganz vielen verschiedenen Deutschrap-Labels. Was die meisten bei Schemes machen, die beispielsweise, keine Ahnung, nehmen wir mal ein Fisch-Scheme, ne? Man nimmt jetzt verschiedene Fischarten und versucht das Wort einfach in ganz normale Sätze irgendwie einzubauen und man hört dann diese ganzen Wörter in anderen Sätzen, in doppeldeutigen Sätzen irgendwie damit raus. Ne? Was Tierstar jetzt macht, er zählt die Labels auf und stellt halt Vergleiche dazu her. Ne? Wie zum Beispiel jetzt diese Abkürzungen, EGJ, ne? Was könnte das bedeuten in Bezug auf Gregpipe, PPP steht das für, Pelham's Pussy Production oder sowas. Ne? Er baut auf jeden Fall die ganzen Dinge ein und ich sag mal so, für meinen Begriff wäre das eigentlich schon Scheme. So, weil für mich ist Scheme einfach erstmal die ganzen Sachen irgendwie in einen Angle zu bringen oder so, oder in einen Part zu bringen. Also, dass du jetzt wirklich Lines machst, wo quasi so verschiedene Dinge aus einem Thema irgendwie genannt werden. Wie du das machst, ist das eine, so, ne? Weil ich würde auf jeden Fall sagen, es ist ein Scheme und mir würde jetzt kaum jemand einfallen, ne, der das zumindest in einem offiziellen Written Battle dann davor schon gemacht hat, so, ne? Weil, wie gesagt, das ist eins der ersten Written Battles, so, nach Feuer über Deutschland und das erste BMCL war Pisek gegen Battleboy Basti. Ich würde mal sagen, da ist keins gekommen. Ich glaube, Lars gegen Drop war auch noch davor. Da kam auch keins. Ja, und wie gesagt, Diltily hatte maximal ein Event zu dieser Zeit. Ne? Und könnt mir jetzt nicht vorstellen, dass es da schon Scheme gegeben hat. Das nur mal dazu. Mann, für jede Halunkenbande ist es doch kein Ding, diesen Spasten hier so abzuziehen. Du Fotze bist nicht aggro genug für Berlin, also mach nicht einen auf maskulin. Eine Bombe und der kriegt Schock, schiebt nur noch Optik, ja, denk fleißig nach. Hier wird der German Dream zum Albtraum. Scheiße, war! Geil. Und du denkst, du wirst ein Star, wenn du herkommst und den Tierstar disst? Aber er denkt ja auch, Vega und so sind seine Freunde, weil er immer noch ein Niemand ist. Mann, deine ganze Kunstfigur flog wie dein Album aus dem Game. Deshalb landet er wieder genau da, wo er angefangen hat. Out for Fame! Und jetzt versuchst du auf meinen Namen Comeback zu starten, doch das geht so nicht. Er repräsentiert 10 Jahre Frankfurt, aber Chabos wissen immer noch nicht, wer der Gregor ist. Das war jetzt so die Überleine, passend dann auch zu Frankfurt und so, ne? Aber richtig geil. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, wenn ihr drauf geachtet habt davor, ne? Bei diesem Out for Fame-Ding, um das einfach auch nochmal so zu verbildlichen. Weil, wie hieß er jetzt? Sebastian da von Out for Fame, ne? Er hat das halt, das T-Shirt von denen an. Und stellt sich so ein bisschen hinter Gregpipe. Und ich sag mal so, ist eigentlich auch so eine Sache, ne, jetzt so von so einem Unbeteiligten so ein bisschen am T-Shirt zu ziehen. Ich glaube, er hat es gar nicht so böse aufgenommen, ne, aber das ist auch sowas, ne, so, wenn, keine Ahnung, so, wenn du jetzt da stehst und da steht halt so ein Tierstar und nimmt sich das raus, ne, versucht dem da erstmal im Battle zu sagen, ey, Digga, lass mal deine Pfoten, wo die sind, so, pack mal nicht von meinem Kollegen jetzt das T-Shirt an oder der selber so, hör mal auf damit, so, er war ja auch so ein bisschen verlegen am Grinsen, ne, und das ist halt einfach das, also Tierstar hat für mich jetzt inzwischen auch richtig entertainende Punchlines, ne? Wie gesagt, so ein Scheme, der richtig gut war, ne? Wo gefühlt jedes Deutschrap-Label, ob klein oder groß oder jede Deutschrap-Gruppe irgendwie fast drin vorgekommen ist. Und er hat halt einfach auch so eine Aura, ne? Und die ist unnormal. Oh.
Obwohl du doch so viel gerissen hast mit diesen inszenierten Battle-Mist. Auf 4 Top 10 DVDs sieht man, wie er jeden Berliner Rapper fickt. Ja, auch ich konnte da nicht burnen, brachte so kein Feuer über Deutschland, aber habt es bis heute nicht bereut, Mann. Dafür, dass das erste Mal war, gab schon genug Feedback. Und nachdem ich hin und wieder provozierte auf den Freetracks, er soll mittwochs mal hier antanzen und zeigen, dass er mies rappt, schreibt dann nach 5 Jahren bei Facebook, ey, dir ist da Corona für ein Rematch. Ich wusste nicht, ob ich den Kopf schütteln oder lächeln sollte. Als ob ich sie gegen ihn noch nicht hatte, als ich das schon gar nicht battlen konnte. Jedenfalls wollte ich ihn anrufen, um mit den Jungen mal zu reden. Aber du hast ja nicht mal Cojones, mir deine richtige Nummer zu geben. Ich schwör auf alles, er gab mir eine falsche Nummer und die war niemals an. Aber er macht den Termin für nächste Woche aus, in der er telefonieren kann. Ich stellte mir zur besagten Uhrzeit auch genau vor, wie er sein Handy gerade aufmacht und die neue Telefonkarte reinsteckt, die er für mich extra gekauft hat. Weißt du noch, Johnny? Genau da klingelt es auch jetzt. Ich ging ran und hörte, wie er eine verstellte Stimme aufsetzte. Und glaub mir, das war keine angenehme Verhandlung. Hab mich währenddessen echt nicht vergnügt. Er wollte nicht nach Berlin. Johnny quasselte eine Stunde, bis er sich hier sicher fühlt. Ja, du kriegst ja deinen Begleitservice. Kriegen wir jetzt eine Bestätigung? Ich komme aber nicht zur Provokation und battle nur ohne Gremium. Ich schwöre, er hat nicht mal einen Fuß hier reingesetzt und schon kotzt mich dieser Homo an. Ich wette, er ist gar nicht hier. Oh, sorry, ich dachte, es ist ein Hologramm. Das ist das wieder, was ich meine, ne? Also das ist halt dieses diese stille Regel, nicht anfassen, so. Und ich sag mal so, wenn Greg Pipe da steht und du wirst jetzt egal von wem da irgendwie weggeschubst oder ne, wenn es halt noch einer ist, der irgendwie deutlich schwächer wirkt als du, kleiner wirkt als du, dann ist das natürlich umso leichter, einfach mal zu sagen, Digga, verpiss dich, Digga, ne? Rap, mach was du willst, aber pack mich nicht an. Aber ich glaube, wie gesagt, wenn Tierster sich das rausnimmt, ob das jetzt cool ist, das muss jeder für sich entscheiden, ne? Aber wie gesagt, so als Gegner ist das, glaube ich, auch nochmal was ganz anderes, was du Tierster da jetzt sagen willst und so. Ich glaube, das wäre auch in Ordnung, ne? Wir sind in einem Battle, ne? Wir haben ja auch gerade gesagt, es gibt bestimmte Sachen, so, da muss man sich dran halten. Und ich glaube, wenn man jetzt irgendwie gesagt hätte, Digga, bleib mal ruhig jetzt, ne, nicht anfassen oder sowas, dann hätte er auch gesagt, alles klar, mach ich nicht mehr, ne. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn Tierster da so gerade voll im Modus ist, dann willst du das im ersten Moment einfach so stehen lassen, ne. Und wo ich wirklich nochmal so meinen Hut vorziehen muss bei Tierster, ich weiß ja, wie ich Battles schreibe, ich weiß, was ich in Battles feiere und wenn ich mal den Part jetzt einfach nochmal bis dato so Revue passieren lasse, der nimmt sich nicht eine Oberflächlichkeit, nicht eine Generic Line, nix. Der baut nicht, ja, was wäre wenn oder stellt euch mal vor. Das ist für mich kompletter Real Talk. Das ist, der hat von Feuer über Deutschland, so vom letzten Battle erzählt, von dem, von der History, wie ist es zu dem Battle gekommen. Ne, der hat jetzt gut diesen Einscheme, weil Greg Pipe da eine Aussage gemacht hat, ich werde bald von Sony gesigned, da hat er halt den Label-Scheme gemacht, aber ansonsten, da geht's nicht irgendwie um, guck mal seine Nase, guck mal seine Haare, guck mal seine Körperstatur oder sowas, das sind durchgehend Aussagen, Fakten, ne, Vergangenheit, Gegenwart, worauf er sich bezieht und worüber er seine Lines schreibt, ne, nichts Fiktives, null, ne, nicht mal so zum Überspitzen irgendwie eine Line, wo der einfach die Leute zum Lachen bringt, sondern nur Real Talk, den der da rausballert, so, das ist, finde ich, richtig geil, so. Egal. Jedenfalls legten wir wieder auf. Johnny checkte wieder so die Showdaten. Ich boxte wieder einen Joint an. Gregor wechselte wieder Telefonkarten. Jetzt mal ehrlich, warum hast du denn so viel Schiss, mir deine Nummer zu geben? Wenn's nach mir ging, bräuchten wir nicht mal diese eine Stunde da reden. Bestimmt kommt er nicht mehr auf sein Alter klar, schwitzt dabei so richtig mies, immer wenn es klingelt und er meinen Namen auf dem Display sieht. Zum Beispiel, ich will ihn morgens beim Aus der Disco torkeln aus Versehen an, gleich passiert schon ein bisschen. Aus seinem Badezimmer hört man nur, Scheiße, was denn Schatz? Hab mich beim Rasieren geschnitten.
Ich wach auf und sehe, dass ich ihn angerufen habe, schreib SMS, schöne Grüße. Bei ihm auf Arbeit vibriert's und er wirft es vor Schreck seinem Chef vor die Füße. Auf den Heimweg wird nur noch Paranoia geschoben, als ob ich schon in seinem Zimmer wäre. Beim Brotschneiden zittert er, wenn der nochmal anruft, habe ich keine Finger mehr. Und dann rufe ich wirklich mitten in der Nacht, als die's gerade treiben, an. Seine Freundin wird schon sauer, weil er es nicht mehr halten kann. Nur diesmal spritzt es alles aus ihm raus. Nicht nur Wichse, sondern auch Rotze. Pisse, Dünnschiss, Kacke, Ohren, Schmalz, Popel und Kotze. Ah, der Blick von Tiers da dabei auch zu geil. Also jetzt habe ich gerade das eine gesagt und eine Line später kommt dann doch so ein Was wäre wenn. Ich finde, das hat ihm jetzt nicht viel weggenommen, ne? Weil wie gesagt, so es basiert ja trotzdem noch auf diesem Digga, was ist, warum hast du so Angst? So ich gib doch deine Nummer nicht weiter. Ich fuck dich doch nicht ab. Ich will doch einfach nur mit dir über unser Battle reden. So, warum, wo ist das Problem, mir deine Nummer zu geben? So, ne? Darauf basiert das. Aber wie gesagt, bis dahin hat er eigentlich wirklich nur so Fakten genannt und die haben irgendwie schon ausgereicht oder hat das so wirklich, wie er das halt empfunden hat, dargestellt. Und jetzt kommt das erste und einzige, glaube ich, bis hierhin auch fiktive, wo er dann sagt, ey, stellt euch mal vor, ne, ich hätte jetzt seine Nummer, was wäre denn passiert? Er hätte die von morgens bis abends, egal wo, er ist Paranoia und so. Das ist halt dann auch mega lustig und so, aber wie gesagt, das hat jetzt so ein bisschen dem widersprochen, was ich davor zum Rest der Runde gesagt habe. Aber trotzdem richtig gut. Okay, ich geb ja zu, du hast schon recht, ist wirklich nicht diese Überwindung wert. Ich ruf nicht an, bevor es noch am Steuer klingelt und der Typ ein Kind umfährt. Ich bin doch kein Hater, ich find, der hat schon drauf im Gelaber mit Reimketten, nur ich fick ihn trotzdem, weil ich weiß, er kann austeilen, aber nicht einstecken. Und danach brauchst du wieder ein halbes Jahrzehnt, bis du's packst mit deinem Ego, also bis in 5 Jahren, amigo, hasta luego. Schöne erste Runde von Tierstar. Macht mal Lärm, Berlin! Okay, alles. Ich lasse jetzt Greg Pipe auch, würde ich sagen, direkt zum Wort kommen, weil ich habe eigentlich alles schon zu der Runde gesagt. Also Baba erste Runde. Inhaltlich habe ich viel kommentiert, deswegen ziehen wir direkt durch. Klar, jetzt bin ich da und ich spit, bis der Boden bebt. Tierstar. Ich wünsch dir Hodenkrebs. Ein Tumor am Sack, so dick wie der große Zeh von Moses P. Du willst battlen, schon okay, Biatch, der Beste schießt. Und hiernach liegst du wie auf Haschischplatten, rest in peace. Ich fress MCs wie ein Chicken Omelette. Geh um 0 Uhr raus und hol mir meinen Mitternachtssnack. Ficker, was jetzt? Ich komm allein nach Berlin, rhyme wie ein G. Fick kurz dein Leben, fahr wieder heim und sag bye, c'est la vie. Wer bist du schon, hä? Tierstar? Bist nicht der, der immer die Rhymes komisch so setzt, weil sein Flow ist so wack. Digga, du siehst aus, als hätte man ein verficktes Kohlebrikett in die falsche Garderobe gesteckt. Ich zeig kein Respekt, ich piss auf dein Flyer. Ich diss deine Chaya, deine Chick ist so dick, wenn ich sie fick, ist es ein Dreier. Und boah, ey, das ist, ey, das, ich hab mir jetzt auch alte Battles angeguckt, ne, aber das hat wieder ein Vibe, ne, unnormal krass, ne, und ihr seht, das ist trotzdem auch von den beiden, das ist so ein Weltenunterschied, ne, Tierstar eigentlich wirklich von Anfang bis Ende mit diesem kleinen Was wäre wenn, nur Real Talk und trotzdem einfach diese Präsenz, ne, was er sagt, was dann halt, wo man auch weiß, es stimmt dann halt einfach, ne, und das ist auf dem Level unnormal krass und das ist was ganz anderes, ne, so, das sind jetzt Reimketten, das ist einfach so ein Flow, wie ihn eigentlich kein zweiter hat in dieser Szene. Das macht einfach nur Bock, finde ich, einen Greg Pipe zuzuhören. Also da zeigt er auch wirklich so, warum kann ich mir rausnehmen, mich Legende zu nennen? Warum muss ich, warum bin ich 5 Jahre nicht hier? Komm zurück und zeig, wer der King ist, so, ne? Also das ist Killer, Alter. Dann ist es ein Dreier und nach dem Battle fragst du dich, warum ist die Pussy von deinem Baby blutig und die Alte schreit? Denn ich finger die Bitch schneller als A-Rap Music nach 10 Packs Blue Shit von Walter White. Bitch, ja. Okay.
Bitch, halt besser deine Deckung fest. Mich im Battle zu besiegen, unwahrscheinlich. Wie als hätte Killies wieder mit Esco Sex, als wäre Captain Jack wieder back on track. Oder als treffe man Echo Fresh, als Head Show Act auf nem Techno-Fest. Meine Homeboys schreien, let's go Greg, und ich bring den Crackflow back. Hit dein Shit so hart, dass du denkst, dein verficktes Backbone crackt. Und ja, ich benutz Anglizismen, um dich Punk zu dissen. Nutz jeden Teil von meinem kranken Wissen, um dich Bastard anzupissen. Es ist Greg Pipe, keiner fickt mit diesem Motherfucker, ja. Und hiernach hast du Spaß, keine freien RAM-Slots mehr. Volles Motherboard. Du denkst, du Schmock bist hart, aber ich drop mein Part, danach ist dein Kopf Salat. Your arms destroyed, the Bucks with God. Bring deine besten Bars, ich zerbrech sie wie Plexiglas. Ich steh auf Bitches, Sex und Gras, wertschätzen in sexy Arsch. Digga, ich bin einfach Player mit mehr Echsen als der Jurassic Park. Du siehst aus, als hätte sich eine Meerechse mit deinem Hecht gepaart und beide hatten einen schlechten Tag. Also, ich muss das nochmal betonen, einfach am Anfang, ne? Also, wenn man zum Beispiel auf dem Stand heute, ne, könnte man auf der einen Seite sagen, okay, Greg Pipe, oberflächlich bis generic, ne, wirklich so, ne, aber das ist halt ein Level, so, das ist ein Level, so, und ich würde sagen, auch heute, ne, egal wie viel Gegnerbezug das teilweise inzwischen alles hat und was heute so die Messlatte ist und sowas. Ich muss sagen, ich habe so jetzt alleine schon nach einer Runde von Tierstar und einer halben oder einer dritten Runde von Greg Pipe, das ist für mich eine Performance, da kommt heute keiner mehr dran. So, ne? Also es ist heute alles wieder auf einem hohen Level, es ist ein ganz anderes Level, aber das ist einfach ein Battle. Ich weiß es nicht so, ne? Ich kann weder von mir selber noch von irgendeinem anderen in der Liga oder so behaupten, die sind alle auf ihre, oder viele von denen sind auf ihre Weise krass und richtig gute Leute so, aber ich weiß nicht, das hat für mich einen ganz anderen Impact so, und ich sag Real Talk, unerreicht bis heute. Ich hab Muskeln mit Einschnitten, du Schwuchtel hast Fleischtitten, Arme wie Bleistifte und Beine wie scheiß Fritten, und genau deshalb wird deine Kleine mich ficken, denn ich spit sick Raps und hab ein Six-Pack in High Definition, ja. Das ist genau der Grund, warum mein Hund wie ich so viel Sex bekommt. Ich schwör, mein scheiß Körper hat einfach mehr Definition als ein Lexikon. Ich bin ein super Showstar, ich achte einfach auf meine Linie. Ich bin ein guter Kokser. Und in deinen schwulen Tracks redest du ja auch gern mal ab und zu von Schnee und Coke. Aber was du gezogen hast, waren keine Lines, höchstens Files mit dem J-Downloader. Junge, ich bin manchmal so high, ich seh Jehova. Dein ganzer Style ist Schrott und so real wie Money Boy mit Pyrex Pot und Baking Soda. Und nein, es ist kein Shit, ich erzähl dir keinen Witz. Jeder zweite meiner Homies, das mit mir in Frankfurt am Main kickt, vertreibt Gift. Das heißt wie diese scheiß Bodybuilding-Zeitschrift. Jetzt weißt du Bescheid, Bitch. Ich bin gereift wie ein guter Wein. Deine Flows noch nicht mal stubenrein. Kacken und pissen überall hin und ich schwör, es stinkt. Und langsam macht der Name Tierstar für mich endlich einen Sinn. Im Berliner Tiergarten vergriff er sich an verschiedenen Tierarten. Und genau das ist auch der Grund, warum sie ihn Tierstar nennen, ey. Im Ernst? Digga, im Ernst? Im Ernst? Hunde? Schafe? Kühe? Sogar Ziegen, mein Sohn? Ich schwöre, ich trinke nie wieder Milch, kommt sie aus der Nähe der Berliner Region. Und eins noch, manche nennen sich Battle King und unfassbar gut, aber ich kannte nur einen Tierstar in Berlin und das war Knut. Yeah. Aber Tierstar auf jeden Fall voll angefressen, ne? Wie gesagt, dieses Anpacken ist eigentlich ein Move so, ja, ist eigentlich uncool so, macht man eigentlich nicht so, und wie gesagt, kann immer dazu führen, dass ein Battle auch mal ausartet, ne? Wenn der Gegner jetzt, egal wer du bist, einfach keinen Bock drauf hat oder deine Hand weghaut und sagt, verpiss dich mal, Digga, so, ne? Das Reinreden ist eigentlich auch uncool so, ne? Aber wie gesagt, so, es sagt keiner was und damit ist das Ding dann erstmal durch, ne? Aber wie gesagt, ich glaube, so wie ich Tierstar kenne,
der wird das jetzt auch nicht in jedem Battle machen, so, weißt du, oder der ist, es gibt jetzt nicht unzählige A Cappella Battles von ihm, aber er ist für mich jetzt auch kein unfairer Battle Rapper oder unsportlicher Battle Rapper oder sowas, ne, aber ich habe irgendwie das Gefühl, der ist einfach unbeeindruckt so von dem, was Greg Pipe da bringt, ne, und auf jeden Fall auch angefressen auf das Battle. Also der will auf jeden Fall schon so ein bisschen zeigen, Digga, das hier ist mein Wohnzimmer, ich mach, was ich will hier, ne? Time. Schöne erste Runde von Greg Pipe und diesem... Und das hätte mich jetzt noch interessiert, ich wusste jetzt auch nicht, dass Time kommt. Hat Tierstar ihn hier vielleicht so ein bisschen rausgebracht, weil... Ich weiß nicht, der hat irgendwie gerade, ne, ihr seht ja, wie Greg Pipe battelt, so, ne? Der ist so im Flow, ne? Der lässt dann ganz kurz... Einmal so mit dem Durchatmen kurz diese Crowd-Reaction sacken und dann geht's halt sofort weiter. Und ich weiß nicht, war das das Rundenende? Weil ich sonst hätte ich ja auch noch eine Sekunde gewartet oder so, bis ich auf Pause gedrückt habe. Ich hatte irgendwie das Gefühl, der ist doch gerade voll drin, Alter. Ne, also, weiß ich nicht, ne? Ich glaube, wie gesagt, hier in den Interviews wird jetzt auch nicht so detailliert über alles mögliche Battle-Inhalte und so geredet. Da wird immer so ein bisschen oberflächlich gesprochen in den Interviews bei Rap am Mittwoch. Aber hätte mich auf jeden Fall mal interessiert, so, ne? Ob da, also falls irgendeiner, woher auch immer, eine Info hat, auch gerne in die Kommentare hauen, ne? Und wir gucken weiter. Beide MCs, macht mal Lärm, Berlin! Kommen wir zur zweiten Runde von Tierstar. Konzentriert euch und gebt den Leuten ihren Respekt für ihre Kunst. Seid mal jetzt alle ruhig! Hey! Okay, ganz ehrlich, wenn ich so zuhöre, denke ich ja auch, der Text ist schon krass. Nur wenn ich mir vor Augen halte, dass du die letzten 5 Jahre dafür gebraucht hast, denke ich nur, wie wack ist denn das? Nur weißt du, was mich wirklich stört da bei dem ganzen Scheiß ist, dass du immer noch denkst, du killst mich, indem du Fachwörter aneinander reißt. Mann, du kriegst sowieso jetzt hier drin einen Stoß mit dem fetten Ding, denn was du zwischen den Beinen hast, sieht aus wie ein rosaner Schmetterling. Ey yo, ich bin Greg zu dem Pipe und kick die Sätze so tight. Du bist jetzt nicht bereit, alright, stop! Hör mal zu, ja, listen. Mit dem Shit, den du kickst, kannst du mich nicht dissen. Denkst du wirklich, dass du gegen mich am Mic siegst? Du kriegst eine Bombe und man sieht, wie du gleich liegst. Gibt es ein Problem? Ah, nee, ich steh vor einer Pfeife, die Crack raucht. Ihr Name ist Gregor. Scheiß auf Greg Pipe. Dududum, 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 dum. Scheiß auf Greg Pipe. Dududum, 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 dum. Scheiß auf Greg Pipe. Dududum, 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 dum. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник. Comedy ist, was ich jetzt rap und das schmeckt jeden Check, was doch du nicht checkst. Und du weißt, du killst, ist das gelogen, weil jeder weiß, dass ich so eine Idioten hier oben sofort smack. Und dann rufst du Police und erzählst vom Beef, aber ich sag Peace, ist doch nur Rap. Ich warne dich, Greg, you don't want that. Dim, 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 dim. Du machst mich sauer! Dim, 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 dim. Stop! Hammer time! Ey, ich fand jetzt die Konter nicht so gut. Ich würde sagen, es waren 2. Ne, dieser erste, du hast 5 Jahre den Text geschrieben, wie wack war denn das? Ja, ist jetzt nicht so ein Baba-Konter. Und das danach, würde ich sagen, war so ein vorgeschriebener, ne, wo er mit gerechnet hat. Greg Pipe halt auch, wie gesagt, Zweckreimketten sehr oft. Aber wie gesagt, ich feiere sowas, ne? Aber wie gesagt, diesen, ich würde jetzt einfach mal sagen, vorgeschriebenen Konter da mit dem rosanen Schmetterling, ja, fand ich jetzt auch nicht so. Jetzt danach ist wieder so das, wo ich sagen würde, ist das nicht schon wie ein Gimmick so, wenn du halt wirklich, du musst für ein Gimmick nicht irgendwas dabei haben, sondern du fängst jetzt an, einfach da irgendwas zu machen, was nicht einfach Bars rappen bedeutet, ne, du, keine Ahnung, für mich wäre auch ein Gimmick, wenn ich schon jetzt anfange zu singen oder sowas, ne, und er macht da jetzt so verschiedene Hymnen und er hat ja selber gesagt, was jetzt kommt, ist Comedy. Ich fand jetzt den Abschluss richtig geil mit diesem, du machst mich sauer, und dann eine Sekunde später lacht er sich kaputt. Ich finde das aber richtig gut, und das ist halt auch so ein Ding, wo ich finde, Tierstar ist halt jemand, der auch immer sehr viel ausprobiert hat. Also jetzt nicht etwas, wo man sagt, ja, das hat es in Amerika oder da und da schon gegeben und er bringt das jetzt irgendwie nach Deutschland. Nö, also beziehungsweise weiß ich nicht, denke ich aber auch nicht. Ich habe einfach immer das Gefühl,
überlegt sich, jetzt nicht für jede Rapper-Mittwoch-Cypher oder so, ne, aber der kam so oft halt mit Sachen an, wo der einfach mal was Neues ausprobieren wollte. So, falls irgendeiner noch weiß, in welcher Cypher das vorgekommen ist oder wirklich Lust hat, für mich zu suchen, schickt mir mal bitte einen Link hier in die Kommentare. Tierstar hat mal in irgendeiner Cypher gesagt, ich rap jetzt auf verschiedenen Sprachen. Hat es dann auch so gemacht, ne? Er hat auf Deutsch gerappt, dann hat er gesagt, okay, ich kann das Ganze auch in Englisch, hat dann auf Englisch gerappt. Dann hat er gesagt, und wisst ihr was, ich kann das Ganze auch noch auf Russisch, hat dann auf Russisch weitergemacht. Ich meine sogar, er hat noch eine Sprache genommen, die er dann auch wirklich gemacht hat, so. Und dann kam halt der Gag, dann hat er gesagt, ich mach das jetzt auf Chinesisch. Und dann hat er einfach nur so, und so, ne? Also das war so witzig einfach, ne? Und das sind halt für mich so Sachen, das hat so einen Gimmick-Effekt für mich, so, ne? Und da hat Tierstar unnormal viel gemacht. Und wie gesagt, wenn einer das noch kennt, auf dem Schirm hat oder für mich suchen möchte, bitte mal in die Kommentare schreiben, weil das würde ich mir auch mal wieder gerne reinziehen, ohne jetzt gefühlt 200 Rapper-Mittwoch-Cyphers durchsuchen zu müssen. Glaub mir, this is easy. Ich burn ihn jetzt am Mic. Denn Greg kommt nicht klar ohne Crack mehr in der Pipe. Und wenn dieser Rapper mich hier disst, dann sieht man nur, wie er sich selbst so fickt. Ich fliege um die Welt und mach dabei mein Geld. Ich bänge den Bengel so, er quengelt so hemmungslos. Ich geb total ein Fick. Du kannst nix. Du kannst nix. Mann, ich mach doch nur ein bisschen Spaß und rauch den Gregor in seiner eigenen verkrackten Pfeife, indem ich über 20 Jahre alte Rack-A-Rapper beite, ja? Schreibt mir bitte auch nochmal dazu generell eure Meinung in die Kommentare, weil ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein Part, wenn ich dieses Battle, was ich jetzt durchaus in den nächsten Wochen so krass wie es ist, auf jeden Fall noch so dreimal gucken könnte, ne, weil ich es einfach so krass finde. Und der Part, glaube ich, ich habe den jetzt nochmal richtig gefühlt, aber ich glaube, wenn ich das Battle jetzt noch ein, zwei Mal in der nächsten Zeit gucken würde, so, dann würde ich diesen kleinen Part überspringen. So, ne, nicht böse gemeint, aber so, ich weiß es nicht so. Der catcht für mich einmal und ich habe das jetzt auch einfach im Publikum gesehen. Du hast teilweise im Publikum so die Leute gesehen, die sind am Dancen, die sind am Feiern, die fühlen das richtig. Mittendrin stehen auch zwei Leute, die schütteln so den Kopf und denken, was macht der denn da jetzt? Wie findet ihr das? So, ne, auch wenn es am Ende nur ein einziges Mal knallt, aber knallt das für euch oder eher weniger? Na, einfach mal reinschreiben. Ich war in Frankfurt auf Party, chillte mit Azax, trinkte Bacardi, tanzte dann noch mit so einer Lady und sie touchte dabei schon der 80, hing mit ihr noch eine Runde auf Klo ab und sie erzählte mir, dass sie einen Sohn hat. Ich dachte süß und stellte mir den Kleinen vor. Sie meinte, nee, der ist schon groß und heißt Gregor, wie dem auch sei. Wie dem auch sei, ich fuhr sie mit dem Taxi danach heim und es kam, wie es kommen musste, morgens platzte einfach rein. Oh Mama, ich dachte... geil. Oh Mama, was macht der nur mit dir? Ich kann's nicht sehen. Ich leg sie bum bum da und tut mir leid, ich wollte ja schon gehen, aber hatte so ein Stehen. Ich leg sie bum bum down. Oh Mama, was macht der nur mit dir? Ich kann's nicht sehen. Ich leg sie bum bum down. Es ist für mich halt so ein Ding, ich glaube, den ganzen Vibe, den musst du halt einfach irgendwie aufbauen, so, ne? Ich weiß nicht, ob das anders geklappt hätte. Also, jetzt stellt euch mal vor, der hätte jetzt bis zu diesem bum bum down, hätte der gar nicht irgendwie diese ganzen Songs und so jetzt so nachgemacht, so. Stellt euch mal vor, der hätte diese ganze Geschichte, ich habe da eine Frau in Frankfurt kennengelernt und so, ne, das was er jetzt so ein bisschen so gesungen hat in so in verschiedenen Imitationen, wenn er das jetzt einfach als Part gebracht hätte und hätte dann dieses Boom Boom Down auf einmal so aus dem Nichts gebracht und gesungen, hätte das genauso geknallt? So, hätte das weniger geknallt, hätte es vielleicht noch mehr geknallt, so, oder war der Aufbau halt, wie er den gewählt hat, war der nötig dafür, dass du halt generell so ein bisschen, wenn du es fühlst, ne, dass du die ganze Zeit schon irgendwie so Spaß daran hast, wie er da jetzt singt, so, und dann kommt das noch so, irgendwie das Highlight jetzt von dem ganzen Ding, würde mich auch mal interessieren. Ja! Ja, eines Morgens erwischte er mich mit seiner Mutter bei ihr zu Hause im Bett und wisst ihr, wie behindert er geglotzt hat? Genauso wie jetzt. Ja.
Starr mich an, wie du willst, aber wenn ich dich jetzt so krass straight zerpflücke, springt dir die Wahrheit ins Gesicht und reißt dein Pokerface in Stücke. Als er die Review zu seinem Album las, konnte er es nicht begreifen. Wie können die nur mein Meisterwerk so schonungslos zerreißen? Also nicht wundern, dass ich an ihm nur die jammernden Aspekte sehe. Hatte danach als Profilbild jahrelang fuckrap.de. Ab da wussten sogar alle seine Freunde, er ist ein Spast, denn er hat zur Review noch einen kompletten Deutschaufsatz verfasst. Und ich kann nicht mal wiedergeben, was der alles so dazu schreibt, weil er mehr Text benutzt hat, als ich in meiner gesamten Oberschulzeit. Und genauso geht er auch an Battles ran, also mal nur so nebenbei. Für ihn ist das hier eine Klassenarbeit, für mich immer noch die Schulhofschlägerei. Naja, vielleicht habe ich ja die falsche Einstellung und bereue das auch. Normalerweise stellt man uns nach den Referaten ja ein Zeugnis aus. Und du hast deinen Standpunkt gut vertreten, ja, machst es echt genial, aber ich kandidiere mit dir nicht zu einer verfickten Klassensprecherwahl. Allein für die Hochnäsigkeit verdient er so eine harte Klatsche. Er dachte schon immer, er wäre was Besseres, weil er nie einen Tadel hatte. Denkst du, ich gebe einen Fickmann von mir, wird der Streber zerfetzt? Denn genau so einer hat mich immer bei den Lehrern verpetzt. Frau, ich steck meinen Kopf gern in ihren Arsch. Blieb während der Pause Mann der Klasse bei der. Andres hat ihn die Reißzwecke auf den Stuhl gelegt, aber ich würde niemals sowas machen wie er. Einmal hat er, ach egal, nicht, dass ich damit noch zu smart kling, aber wärst du krasser G von the Street, würde ich doch andere Parts bringen, die auch so erzählen, dass ich am Block da voll hart bin. Ich schnipp's dir gegen's Ohrläppchen und du denkst, es ist ein Box mit einem Schlagring. Nur um ihm die Differenz klar zu machen, müsste ich wohl in so einer Disziplin erstmal die Wurzel aus jeweils ein Achtel der Elektronen- und Protonenmasse ziehen, die Lösung mit meinen Ergebnissen durch 100 dividieren und dann mit der Quersumme der Gravitationskonstante multiplizieren. Bitte einmal erklären, was dann daraus käme. Aber weißt du was, ist mir alles viel zu anstrengend, allein schon, weil ich Ganja rauch. Ich geb dir lieber einen Box mit einem Schlagring und du denkst, ich triff eine Panzerfaust. Nur immer, wenn er hier oben so klug scheißt und ich voll hart grad on stage rhyme, ist es der talentierte Mr. Ripley gegen einen Soldat namens James Ryan. Hör mal zu, Mann. Was ich mache, ist real. Es greift aufs Leben zurück. Beruht auf wahren Begebenheiten, wie das Streben nach Glück. Was du da veranstaltest, beruht bis jetzt so gut wie nur auf Verarschung von anderen. Scary Movie! Und dann macht er ein Al Pacino-Foto, in dem er das Koks sieht von Mama, imitiert er seine Lieblingsszene von Tony Montana. Ich schwöre, wenn du nochmal Scarface guckst, nachts auf dem Sofa da liegend, soll er wie die Olle bei The Ring rauskommen und dich anstatt Manolo erschießen. Wenn ich auf Robert De Niro mach, wird es eine Action-Tragödie, weil ich keine Scherze mache. Wenn du auf Robert De Niro machst, ist es eine echte Komödie, ja, reine Nervensache. Glaub mir, allein schon wegen den ganzen Heldern und ihren dummen Kommis müsste vor meinen Tracks immer ein Einspieler laufen. Based on a true story. Bei gleichem Recht für alle steht vor jemandem wie dem da nur, der Inhalt ist frei erfunden und hat nichts mit der Realität zu tun. Ja, das war jetzt quasi schon wieder so eine Art Scheme, ne? Ging so mit dem Soldat James Ryan los, dann Scary Movie, so ein paar Sachen, wo ich jetzt sag, ich weiß nicht, also nennen wir es jetzt einfach mal Film-Scheme, die letzten Lines, hat mich jetzt persönlich inhaltlich nicht so abgeholt wie das Label-Scheme, was er im ersten Part hatte, aber das Ende fand ich wieder lustig, ne? Ich weiß nicht, ob es da vielleicht zwei Lines weniger getan hätten, also dass das gar nicht wie so ein Scheme wirkt. Ich mache jetzt 10 Lines mit Film oder so, sondern man hat den Soldat James Ryan, man kann einmal kurz diese Scary Movie Line noch hinterherbringen und dann halt irgendwie sagen, okay, wenn wir jetzt schon bei Filmen sind, bei meinen käme so auf einer wahren Begebenheit und bei dir kommt so alles erfunden, mein Name ist Jonathan Frakes. Das hätte für mich irgendwie gereicht. Also ich muss sagen, so die Film-Lines, ich weiß nicht, warum er jetzt genau die ausgewählt hat, aber es gibt so unendlich viele Filme. Ich glaube, wenn du da jetzt sagst, okay, ich mache jetzt 5, 6, 7 Filmlines, dann hättest du da auch irgendwie mehr Wortspiel oder mehr Bezug zu Greg Pipe herstellen können, was dann irgendwie inhaltlich noch ein bisschen lustiger gewesen wäre. So
bis auf das Al Pacino-Ding, das hat er ja so oft auf dieses ganze Ding bezogen, du machst so auf Gangster und sowas, ne? Ja, irgendwo das Robert De Niro, reine Nervensache auch, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, es war für mich jetzt irgendwie nicht so stark, ne? Also ich glaube, da hättest du mit anderen Filmen oder anderen Wortspielen noch mehr rausholen können, auf jeden Fall so, ne? Aber alles in allem trotzdem meckern auf ganz, ganz, ganz hohem Niveau, ne? Mann, Greg, würde dir Realness was bedeuten, hättest du auch Peilung von den echten Geschichten. Und dann würdest du dir in Grund und Boden schämen, die mir so eine Scheiße in die Fresse zu spitten. Allein nach meinem Album kommt mein Buch raus und dann wird auch mein Leben verfilmt. Jeder kann noch mal überdenken, der meint, dass Gregor mich killt. Er wird nur gehypt wegen Technik und macht sich deshalb so wichtig. Erzählt im Bertelsbullen, untersuchen seine Texte ballistisch. Mann, während du messerscharfe Lyrics kickst, saß ich deswegen so im Knast und Bullen kam mit jedem ungeklärten Fall, der in mein Täterprofil passt. Was weißt du über Haftstrafen? Nichts, also fick, was dieser scheiß Freckel da quatscht. Ich hab es aus den Bunkern der JVAs an die Spitze der Live-Battles geschafft. Und hättest du dieselben Voraussetzungen wie ich, wärst du schon längst gestorben. Hätte ich dieselben Voraussetzungen wie du, wär ich schon Präsident geworden. Mach vor so einem Monstertier nicht auf Mafia-Pate, du schäbiger Fake-Down. Tierstar gegen Greg Pipe ist eine Thriller-Serie gegen den Gaphorn. Ja, Tierstar gegen Greg Pipe ist eine Thriller-Serie gegen den Gaphorn. Und er hätte trotzdem, als hätte er 100 Genitalien im Mund gehabt. Freust du dich, weil du was auf unsere Initialien gefunden hast? Am liebsten würde er mir die Zunge rausstrecken, ist jetzt so frustriert, aber er ahnt. Für sowas Tuntenhaftes wird die Schwuchtel exekutiert wie im Iran. Gregor resigniert erbärmlich gegen politisch inkorrekte Punches, er ist schon tot. Er stech ihn nachts ohne Probleme, fließt es rot. Und die Line findet er auch scheiße, obwohl sie schon jetzt gleich seinen Kopf zerfickt, weil ich nur gerade buchstabiert hab, dass Greg Pipe ein Opfer ist. Gregor resigniert erbärmlich gegen politisch inkorrekte Punches. Er ist schon tot. Er stech ihn nachts ohne Probleme, fließt es rot. Das ist auch so ein Ding. Ich glaube, sowas zieht einmal. Also ich glaube, das ist so ein Move. Nehmen wir jetzt nochmal so ein Scheme als Beispiel. Ne? Ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn das hier mit den Labels und den Filmen als Scheme durchgeht, dann hat Tierstar das vielleicht sogar als erst gemacht, vielleicht auch irgendwer anders, ist ja auch scheißegal, wer es als erst gemacht hat. Ich meine nur, irgendeiner macht das mal mit, sagen wir jetzt einfach mal hier Tierstar mit Labels, mit Filmen. Und jetzt kommt der Nächste, macht das mit Fischen, der Nächste macht das mit Vögeln, der Nächste macht das halt mit, keine Ahnung, Ländern oder was es halt nicht schon alles gab. Das ist für mich so eine Sache, die kannst du immer wieder neu erfinden. Ich glaube aber, egal ob du dir das jetzt aufs T-Shirt drucken lässt oder ob du generell einfach jetzt den Namen deines Gegners nimmst, na, und ohne T-Shirt, ohne so bildlichen Vergleich einfach sagst, okay, ich battle jetzt gegen den und den und ich mache jetzt irgendwie ein irgendwo random Reim, ne, weil dieses Gregor resoniert, ich kann es nicht auswendig so, ne, und stech ihn ab und dann fließt es rot oder Blut oder wie er da gesagt hat. Das ist für mich jetzt irgendwie so, keine Ahnung, so, also die Line an sich ist ja jetzt nicht noch irgendwie übertrieben krass gewesen oder sowas, ne, ist dann einfach so, du denkst, okay, was hat's mit der Line auf sich, warum, ne, was macht er da gerade, dann holt er das T-Shirt raus und sagt so, ich, ne, ich hab einfach so die Initialien so, von Greg Pipe ist ein Opfer, so, damit, mit den Buchstaben ging jetzt quasi so der Satz durch und ich glaube, das kannst du halt nicht nochmal machen, also ich glaube, wenn ich jetzt, was haben wir jetzt, ist noch eine Woche hin, genau, wenn wir jetzt nächste Woche gegen Sisyphos und Steinschleuder battlen und ich mache dann irgendwie so einen Satz,
Mir fällt er jetzt spontan nicht ein, aber einfach so eine random Punchline, wo dann jedes Wort quasi mit J-O-S-E-P-H-S-T-E-I-N-S-C-H-L-E-U-D-E-R, also ihr seht, buchstabieren kann ich, ne? Aber wenn ich daraus jetzt eine Line mache, die nicht so übertrieben knallt und dann sage, habt ihr gecheckt, das ist auf Josef Steinschleuder, ich glaube, das wird nicht ballern, so, ne? Ich glaube, das ist hier wirklich so auch dann das erste und einzige Mal, wo das in der Art und Weise knallt. Ja. Hör auf rumzuzicken, das T-Shirt ist geil. Gregors Rapper, Ego gleich Pussys in Perioden, nennt's jetzt immer so Typen. Egal, ich nagel alle Promi-Fotzen, einfach rührend. Ja, so sieht's aus, da helfen auch keine Punches gegen die Mama. Denn Greg ist nur ein geschmackloser, ranziger, elender Gammler. Und hiernach erwartet ihn kein Deal, sondern ewige Dürre. Auch die Spits von Greg sind nichts als grausam riechende, eklige Gülle. Deshalb hatte seine El Machico-Scheiße auch gar keine Power. Alle haben gesehen, Greg ist nur ein ganz raffiniert erscheinender Gaukler. Mann, ich könnte es die ganze Zeit fortsetzen. Aber wartet kurz, bevor ich weiter rap. Was denn los, mein Gregorlein? Hat die Buchstabensuppe nicht fein geschmeckt? Nee? Also ich finde das hier, wie gesagt, ich kenne es ja auch schon, ne? Ich habe mich jetzt inhaltlich auch nicht an alles erinnert, aber fast schon so, wie ich gesagt habe, ne? Dass das Zweite, was er dann damit schon irgendwie gemacht hat, mit Periodensystem und was auch immer, das gab auf jeden Fall absolut nicht die gleiche Reaction, oh, er hat das jetzt nochmal gemacht, so, ne? Die Reaction war schon viel leiser und viel kürzer und jetzt macht er die ganze Zeit irgendwie auf G-R-E-G, ne? So auf Greg, ne? Und ist, wie gesagt, so beim ersten Mal, wenn du da mitkommst und das kapierst, ne? Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass mir überhaupt bei den letzten Malen aufgefallen ist, dass der auch eben diese eine Line da mit TS, GP und so, ne, wo der da quasi gesagt hat, das sind unsere Initialien, wo ich gerade Reime mitmache, das ist mir vorher auch noch nie so aufgefallen, ne, und das ist, ich glaube auch live, ne, da auf der einen Seite die ganze Zeit zu checken, ah, okay, jetzt sagt er einen Satz, mit welchen Buchstaben geht das los, was ergibt das denn, und der ist schon drei Lines weiter, da platzt dir irgendwann halt auch der Schädel, so, ne, und deswegen glaube ich, es ist so, wenn du es einmal siehst, einmal verstanden hast, dann kannst du sagen, das war richtig geil. Aber ich hoffe nicht, dass sich das jetzt so in Battles etabliert, dass jetzt, wie gesagt, so ein gängiges Stilmittel wird, dass jeder Battle-Rapper jetzt in jedem zweiten Battle mit irgendwie so und der und der Buchstabe und alles und man steht da und denkt sich so, Alter, so, keine Ahnung, nächstes Mal nehme ich wirklich so einen Block und einen Stift mit, so, sonst check ich gar nichts mehr hier, ne? Und wie gesagt, ihr seht, Lautstärke-Reaction wird immer ein Ticken weniger, so, ne? Dann können wir von mir aus auch hier die Lage oben verschärfen und mit brutalen Strophen zerbersten. Kannst auch Kameraden holen in Herden, wenn sie bereit sind, einen harten Tod hier zu sterben. Denn wenn die paar Idioten da nerven, stürzt die alle gemeinsam ins gnadenlose Verderben. Ich kill Versager, ohne es zu merken. Und du willst mit Bass und so hier noch scherzen? Man rede nicht von Cojones, wenn deine grad so groß sind wie Erbsen. Also das ist halt das, ne? Er hat das jetzt so viel gemacht, ne, dass ich irgendwie jetzt bei jeder Line so versuche mitzudenken, ey, buchstabiert der gerade schon wieder irgendwas, also ich bin jetzt wirklich so ein bisschen kopfgefickt davon, ja, also ich kann mich jetzt nicht so 100% auf den Inhalt konzentrieren, ich bin jetzt so voll in diesem Modus, dass ich jeden Satz irgendwie so kurz versuche, okay, ist das jetzt wieder buchstabieren, Buchstabensuppe, irgendwas, ne, oder sind wir schon weiter, ist da ein Haken dran und ich muss mich jetzt wieder auf den Inhalt konzentrieren, ne, und das, keine Ahnung, ist halt irgendwie so das Risiko, was das so mit sich bringt, ne? So, also ich bin jetzt gerade im Rewatchen wirklich so ein bisschen verwirrt, ja? Allein ein Körpertausch würde ihn auf den harten Boden da werfen, weil die Eier, die ich trage, für seinen zarten Hoden zu schwer sind! Ja, ich kann mir auch ein paar Wörter aussuchen und dann immer wieder auf die Rhyme, aber du kannst hier keinen harten machen und dabei real sein. Ich bin doch kein Hater. Ich finde, er hat schon drauf im Gelaber mit Reimketten. Nur ich fick ihn trotzdem, weil ich weiß, er kann austeilen, aber nicht einstecken. Und diesmal brauchst du ein ganzes Jahrzehnt, bis du es wieder packst mit deinem Ego. Also bis 2023, amigo, hasta luego. Schöner! Ist auch geil zu sehen, ne, wenn man wirklich Sachen anguckt, die wo so in die Zukunft geschaut wird und wir sind inzwischen ja 2024, also das Re-Rematch Tierster gegen Greg Pipe hat es letztes Jahr und vorher zumindest noch nicht gegeben
Und was soll ich sagen? Also ich muss sagen, ich fand die erste von Tierstar deutlich besser. Ich konnte besser folgen. Ich find die zweite oder fand die zweite absolut nicht schlecht. Ne? Versteht mich nicht falsch. Aber wo ich jetzt teilweise so ein bisschen überlegt habe, ne? Ich glaube, das hier ist auch so ein Battle mit unnormal unterschiedlichen Rundenlängen. Na, also wenn ich denke, Tierster hatte eine unnormal lange erste Runde, ne, wie viele Themen der da drin hatte, wie lange der die aufgebaut hat, und Greg Pipe hatte so gefühlt, ne, 6-7 Reimketten, ein paar Zweizeiler und dann war der durch. So, ne? Und jetzt kommt wieder so eine ellenlange Runde. Allein dieses mit dem ganzen Singen und so, das waren ja bestimmt schon 2 Minuten oder so. Ne, dann dann kamen die Filme. Dann kam jetzt so das mit dem Buchstabieren und dann kam jetzt quasi noch ein Abschluss. Also ich check einfach nur mal so ab, ne, damit ihr auch so ein bisschen begreift, worauf ich hinaus will. Also guck mal, der ist über 10 Minuten schon dran. Ne? Ich sag immer, ihr müsst auch die Crowd Reaction abziehen. Also es ist eine circa 10 Minuten Runde. Ne? Ich finde das an sich nicht schlimm. Ne? Ich mache sowas auch, wenn ich Bock habe, das zu schreiben und man mir nicht ganz klar gesagt hat, Dicker, halt dich ganz genau an diese Zeit, sonst ist scheiße. So, dann schweife ich auch schon mal ab, ne? Und lass das am Ende einfach so stehen, wie es ist, auch wenn es mal 7-8 Minuten dauert und keine Ahnung. Wie gesagt, ich finde immer, rechne mal noch die ganzen Crowd-Reactions runter, auch bei Tierstar jetzt so, wenn das ist locker 1 Minute von Reaction gewesen, dann war es eine 9-Minuten-Runde. Ne? Greg Pipe hingegen hatte vielleicht eine 3, maximal 4-Minuten-Runde. Die kam mir auf jeden Fall sehr kurz vor. Das Ding ist, ich finde das so als Zuschauer auch gar nicht so schlimm, weil beispielsweise in Tierstars erster Runde hing ich so an seinen Lippen, wirklich von Line 1 bis zur Endline, da fällt mir das dann gar nicht so krass auf, ne, dass ich, also das vor allem, natürlich merkt man irgendwo, Greg Pipe war ein bisschen kürzer so, aber es ist auch nicht so, dass du jetzt irgendwie das Gefühl hast, boah, Digga, Tierstars Runde zieht sich und zieht sich, während du die gehört hast, hast du einfach die ganze Zeit Bock da drauf und deswegen finde ich das mit den Rundenzeiten gar nicht so schlimm. Was für mich dann, finde ich, das Ganze viel schwieriger macht, auch für dich als Rapper, habe ich zum Beispiel jetzt in der zweiten gemerkt, weil ich die zweite eben nicht so stark fand wie die erste und der mich zwischenzeitlich so nicht so krass abgeholt hat. Ich fand das jetzt mit den Liedern fand ich sehr geil. Ich fand danach das mit den Filmen nicht ganz so krass, habe ich euch ja eben schon gesagt. Einfach so, ich glaube, da hätte man mehr draus machen müssen und das waren halt jetzt nicht 2 Lines, das waren auch mal locker 6, 7, 8 Lines. Und da war ich ein bisschen raus und dieses Buchstaben-Ding so, ne, das, wie gesagt, das zieht so einmal und wie gesagt, er hat's dann danach nochmal gemacht und dann noch hier auf Greg und hier und da und es ist irgendwie krass gewesen. Aber irgendwie habe ich da auch so ein bisschen die Länge der Runde gemerkt und so gedacht, Digga, die hat gut angefangen, ich war mal ganz kurz weg, ich bin wieder reingekommen, aber so langsam zieht sich die Runde für mich. So, ne? Wenn du das natürlich schaffst, eine 10-Minuten-Runde zu machen, wie jetzt in der ersten, die ging ja auch mindestens 7 Minuten, ne? Wenn nicht länger, wenn er mich die ganze Zeit hat, dann kriegst du es gar nicht so mit, ne? Aber wenn man in so einer langen Runde den Zuschauer einen Ticken nur verliert, dann macht sich halt so eine Rundenlänge doch ein bisschen negativ bemerkbar, ne? Aber wie gesagt, trotzdem unnormal geiles Battle, unnormal geile Leistung von beiden bis hierhin. Wir gucken jetzt Tears, Greg Pipes zweite. Das nur, wie gesagt, das ganz kleine Meckern. Zweiter Part von Tierstar, macht mal Lärm, Berlin! Ey, das Ende deiner letzten Runde war ganz schön peinlich, du Spast. Ich meine, du hast so lange über Hoden gerappt, ich glaube, du verheimlichst uns was. Tierstar. Und dann hast du mich für mein Pokerspiel gedisst. Oh, er repräsentiert die Straße von Grund auf. Aber Digga, denk mal nach. Was ist die Straße gegen ein Full House? Ich Royal flasht dich das Klo runter. Und auch wenn du glaubst, dass du mich aussaugst, meine Hand nicht hilft und du die Nuts noch triffst, wenn deine Bitch mir einen bläst, ist das einzige Mal, wenn ich einen Suckout krieg. Oh. Finde ich auch, er sagt jetzt Pokerbars, ne? Aber das ist ja auch schon eigentlich wie ein Scheme, ne? Ich frage mich immer, wann geht ein Scheme los? Also wie viel Vergleiche oder wie viele Word Drops
musst du jetzt quasi von einem Thema haben, dass es schon als Theme zählt. Weil ich würde jetzt sagen, wenn du jetzt irgendwie eine Line machst, wo zwei Filmnamen vorkommen, dann ist das für mich kein Filmscheme. Ne? Oder wenn du jetzt in einer Line zwei Fischarten hast, dann ist das kein Fischscheme. Hier war jetzt, wenn ich mich nicht verzählt habe, mindestens 5 Pokerbegriffe, wahrscheinlich sogar noch 2 mehr. Geht dann für mich schon so in die Richtung. Ne? Also für mich, ich würde einfach mal sagen, entweder wenn du das so über, keine Ahnung, so 3 oder mehr Lines, ne, streckst, wäre das für mich ein Scheme. Ne? Also wenn du dann immer ein Setup hast und dann eine Punchline, ne, themenbasiert, also zum Beispiel Fische, Haribo oder was auch immer. Du kannst ja machen, was du willst. Ne? Aber das so über 3-4 einzelne Lines oder dann halt so ein 2-Zeiler, ein 4-Zeiler, wo du dann innerhalb dieser einen Line so versteckt 4-5 Wörter drin hast. Würde für mich schon so als Scheme durchgehen. Und krass zu sehen so, ne? Greg haut jetzt auch eins raus. Pokerbars, er kreit mit dem River auf dem River und heult rum und plötzlich hat der Name Tierstar eine ganz andere Bedeutung. Und hör mal zu, Digga, du bist ein scheiß Biter und kein Rapper. Deine Snow Informer Präsentation war eiskalt gebeitet von Disaster. Schaut's nach auf YouTube, Alter. Und ich meine, Tierster, warum trägst du eigentlich so weite Sachen? Sag mal, ich meine, ist es für deine Glocks in den Taschen oder transportierst du damit Wodka in Flaschen? Digga, werd doch endlich mal erwachsen, kauf doch mal ein paar scheiß Klamotten, die passen. Junge, Junge, Tierstar, vom Messerstecher zum Battle-Rapper. Was eine Karriere. Digga, dass ich heute Abend hier battlen darf, danke, was für eine Ehre. Ich meine, in deinem Kopf herrscht unfassbare Leere, aber du blickst es selber nicht. Für immer hängen geblieben auf deinem Gangster-Banger-Shit. Junge, was du brauchst, sind keine Rap-Battles, du brauchst Anger-Management. Ohne Scheiß, ich glaube, für diesen Spaß wäre wirklich eine Behandlung besser. Ich wette, jede Nacht träumt er intensiv von massivs verchromtem Rambo-Messer. Nee, im Ernst, stellt ihn euch vor, wie Robert Downey Jr. in Tropic Thunder sitzt er im Panzerwagen, schmeißt um sich mit Handgranaten, muss die Pumpgun laden, Wack MCs am Strand lang jagen, sie mit Blei vollpumpen und sie dann mit im Sand begraben und dabei bleibt er so entspannt wie Samstagsabend im Blunt anhabend. Digga, du kannst mir einen im Handstand blasen. Ich mein, Dope Rhymes hatte echt nicht sehr viele, dafür kleine hässliche Triebe. Als er das erste Mal hier war, hat er gedacht, Binu wäre der neue Club für zweigeschlechtliche Liebe. Tierstar, ey, für mich bist du einfach nur ein Schmock, ich schwör. Wärst du ein Musikinstrument, wärst du ein Fagott. Ey. Für dich ist over. Deine Bitch gab mir Infos über dich. Bei einem Whisky-Cola erzählte sie mir über dich. Ein bisschen slower. Sie war ein Greg Pipes Hoden wie Edward Snowden. Sie war ein richtiger Whistleblower. Und sie hat mir erzählt, du hättest vor dem Battle Tilidin gepoppt, damit deine schwule Stimme ein bisschen aggressiver kommt. Aber sorry, deine Stimmfarbe klingt gerade, als würdest du eine pinkfarbene Kingmade hinten drin haben und dein kleiner Pimmel hätte einen Durchmesser von einem Bindfaden. Bitch, drück mir eine Waffe in die Hand und frag, oh, sag mal, was machst denn du da? Bitch, ich bin Laden. Und ich drück ab. Aber eigentlich muss ich sagen, bei deinem Interview mit BT Rap fand ich dich ziemlich nett. Ich meine, hätte ich dich vorher nicht gekannt, hätte ich gesagt, Alter, der Bruder ist dick korrekt. Aber da war ja noch Feuer über Deutschland und da warst du ja so behindert wack. Ich meine, ohne Scheiß. Bei Feuer über Deutschland 3 hast du so krass nach Schweiß gerochen. Bis zum heutigen Tag habe ich mich gefragt, wie lange trägst du schon die gleichen Socken? Ey, ohne Scheiß, Sekunde 40 bei YouTube, zieht's euch rein, ich schwör. Die gleichen Socken. Und dann hast du erzählt, du hättest auf diesen armen Jungen eingestochen. Da hab ich kurz überlegt und mich gefragt, Zitat, wenn du ihm 14 Stiche gabst, wieso liegt der Typ nicht im Grab? Tierster, das beweist wieder nur eins, dass du in deinem verfickten Scheißleben wirklich gar nichts richtig machst. Ich hab gedacht, der Typ hier ist krass G, richtiger Knasti. Aber dann sehe ich den Spasti in einem Videoclip mit Battleboy Basti. Ich mein, Digga, was ist das? Du machst einen auf harten Hund, aber frisst Whiskers. Das ist für jedes kleine Kind, das du damals abgerippt hast und für jeden armen Wichser, dem du damals einen Stich gabst. Tierstar, sag mal, Karma ist ne Bitch, was? Ich mein,
Vergleiche Stein und meine Vita, du ziehst den kürzeren wie beim Pissen. Wie kannst du ernsthaft glauben, ich würde mich dafür schämen, Bildung und einen guten Job zu besitzen? Schmocks wie du vergiften die Kids mit dem Shit, den sie spitten. Was hast du in deinem beschissenen Leben schon je gerissen? Du weißt ganz fucking genau, jeder ehrenhafte Vater wird seine Tochter mit seinem Leben beschützen. Zu den Aufgaben meines Mannes gehört es, für seine Familie zu sorgen und sie ernähren zu müssen. Also wenn du versuchst, mich für mein Studium und die Karriere zu dissen, dann hast du den wahren Kerngedanken von Hustlen immer noch nicht begriffen. Boah, das war jetzt richtig stark. Also ich muss sagen, Ich denke, habe ich euch jetzt schon mehrfach gesagt in anderen Reactions, das hat auch so ein bisschen einfach damit zu tun, dass man halt jetzt 10 Jahre weiter ist im Battle-Rap-Game so. Und der Einstieg dieser Runde ging halt so von Thema zu Thema zu Thema, so eine Line mit Musikinstrumenten, eine Line, deine hohe Stimme, dies, das, ne? Es war jede zweite Line stand so wieder für sich alleine. Und natürlich, jede Line war krass, ne, zwischendurch dann auch hier mit diesem Bindfaden war eine geile Reimkette und sowas. Und so auf dem Stand heute ist das irgendwie aber so für mich zu wenig, so, ne. Man kann natürlich jetzt nicht irgendwie Sachen kritisieren, so bei Battles, die 10 Jahre her sind, ne. Weil wie gesagt, ich sag das so mit dem Stand von heute, damals, waren wir halt noch nicht auf diesem Stand und dementsprechend habe auch ich das nochmal ganz anders empfunden. Ne? Wenn ich das jetzt so gucke, dann habe ich das Gefühl, wirklich diese ganze erste Runde von Greg Pipe hat mich unnormal abgeholt. Unnormal, weil ich auch lange kein Battle mehr von ihm gesehen habe. Jetzt in der zweiten ist das, was ich teilweise auf meine eigenen Battles sage, wenn ich sie gucke. Teilweise habe ich es jetzt auch bei Mighty oder bei Onkel Octomus und Zwetschke schon gesagt. Es ist irgendwie kein Unterschied in den Runden zu erkennen, so, und das ist ein heutiger Anspruch, den ich halt habe, und dementsprechend fällt mir das natürlich trotzdem auch bei alten Battles, wenn ich sie dann gucke, irgendwie auf einmal, ne, wie sich das Ganze wirklich gewandelt hat. Ich muss aber sagen, seit er jetzt diesen Vorwurf macht, Digga, im letzten Battle hast du noch damit angegeben, jemanden abgestochen zu haben, so, der jetzt hier gar nicht irgendwie, der in diesem Battle gar keine Rolle gespielt hat, so, das, ne, warum erwähnst du das und, warum ist das für dich krass, so, als erwachsener Mann, sowas noch zu feiern, und das sind halt so Sachen, das begreifst du irgendwann vielleicht auch nicht, ne? Bei mir ist das halt auch so, in Battles ist für mich immer, es kommt wirklich auf den Kontext an, dass ich wirklich noch ekelhafte und räudige Sachen sagen kann, die ich dann in einem Battle irgendwie einfach lustig finde. Aber alles in allem kann ich halt auch sagen, ich glaube, vor 10 Jahren oder noch ein bisschen länger her, da hätte ich auch, da wäre ich auch außerhalb des Battles hingegangen und so, und hätte gesagt, ja, ich bin stolz drauf, ich habe mich schon mit dem geboxt, ich habe schon hier gekämpft, ja, ich habe auch mal auf die Fresse bekommen, aber ich habe mich gestellt und all solche Geschichten, wo ich mir jetzt Jahre später einfach, also nicht seit heute, aber schon seit ein paar Jahren einfach so die Gedanken mache, es hat einen irgendwie geprägt, diese Zeit, aber wofür hast du das gemacht, Mann? So, wieso erst so spät diese Erkenntnis, Mann, überall immer versuchen, der Krasseste, der Stärkste, der Härteste zu sein, was du eh die warst oder bist, so, ne, auch wenn du viel dafür gemacht hast, aber was hat dir das gebracht, so, weißt du, und wie konntest du so lange Zeit so stolz darauf sein? So, weißt du, so, und heute, keine Ahnung, so, ich bin letztens auch so, ich bin mit meinen Kiddies irgendwo lang gefahren, wir standen an einer Ampel direkt neben so einer Bahnstation, und da ging so eine Schlägerei los, so, von so 2 Jugendlichen, und ich habe mir einfach nur so gedacht, Mann, meine Kids sitzen hinten, sind klein, haben es gar nicht gesehen, ne, und ich denke mir einfach so, Mann, diese Jugendlichen gehen mir manchmal auf die Eier, ne, so, und auf der anderen Seite denke ich, Alter, vor 15 Jahren, hätte das genauso du sein können, ne? Und ich merke einfach, wie das abfuckt, wie ich mir heute Gedanken mache, was machst du, wenn deine Kinder mal in so eine Situation kommen, ne? Wenn dein Sohn irgendwann einen anderen an der Bahnstation attackiert oder von wem anders attackiert wird, so, und man sich einfach denkt, wie ekelhaft die Welt manchmal ist, ne? Also das klingt jetzt alles wie die übelste Predigt so an Tierstar, auf gar keinen Fall, ne? Weil wie gesagt, er ist inzwischen auch älter, er ist, seit ich da angekommen bin, einer der liebsten und ehrlichsten Menschen, so, die mir in dieser Szene begegnet sind, aber der Vorwurf von Greg, ne, mit Bezug auf deren ersten Battle, hat halt für mich
so mit dem Alter, wo ich jetzt bin und der Reife, die so langsam kommt, auf jeden Fall eine richtig krasse Gewichtung so, ne? Und ich finde das richtig krass, wie er das halt rappt, wie was er da inhaltlich sagt und so. Das ist schon richtig und heftig auch, ja. Und hier auch ganz witzig zu sehen, wen ich hier jetzt schon alles im Publikum gefunden habe. Wenn es noch über meinem Bildschirm ist, der gute Herr Sibilski noch als Zuschauer unterwegs. Ey, und lasst mich mal nicht lügen, hat der hier schon gecyphert, Mann? Der hat doch mal irgendwann erzählt, dass der beim ersten Mal, wo er da hingegangen ist, sofort gebattelt oder gecyphert hat. Und wir müssten hier auch irgendwo Oktober oder November 2013 sein. Das erste Mal, dass ich weiß, dass Cynic in der Battlemania war, war Januar 14. Na, da ist er, glaube ich, auch direkt ins Finale gekommen. Und was halt auch witzig ist, ich weiß nicht, ob wir ihn jetzt hier irgendwo finden, könnte der hier sein. Denn eben hat man ihn einmal kurz näher gesehen, da stand der gute Benno. Ne? Bongtegi, das wurde ihm ja schon vorgeworfen, dass er sich das Ganze erstmal über ein paar Monate so angeguckt hat, studiert hat, so ne, live vor Ort, bis er dann irgendwann so den idealen Schlachtplan hatte. Nee, aber wie gesagt, standen auf jeden Fall so ein paar Leute schon im Publikum, ist mir aufgefallen, die man zu der Zeit noch nicht auf dem Schirm hatte und die man jetzt eindeutig kennen sollte. Du Kleiner! Ich hör, du kleiner Fischer-Price-Rapper, hör genau zu, Alter, hör genau zu, Alter. Bitch, ich hustle hart, auch im Überwachungsstaat. Heute Abend dreh ich den Spieß um, verüb auf Tierstar das Attentat, strangulieren mit Stacheldraht. Er ist nur ein weiterer Kandidat für mein Massengrab. Ich nehm seine Bitch mit auf ne Kaffeefahrt und spritz ihr dann ein Muster ins Gesicht. Ich nenn es Latte-Art. Bitch, du fickst dir immer noch mit dem Chief wie Bruce Willis. Bring mir ein bisschen Beef und ich grill es, Weed und ich kill es, zeig diesen miesen MCs, was ein Skill ist. Ich steh auch noch mit 50 vor dir und schrei, Bitch, sag, wer will es mit One of the Illest. Du bist ein ziemlicher Flop, ich wie ein griechischer Gott, denn ich wurde durch meine Verse berühmt wie Achilles. Du bist Street, okay. Aber du Schlampe, fix hier gerade mit nem Green Beret. Du Muschi bist so Pussy, du hältst sogar bei einer Ampel in GTA. Nee, im Ernst, ey. Immer wenn er mit seinen Brüdern zockt und sie rufen, ey Andreas Brudi, mach mal Action, ripp mal Panzer, mach voll die Action, fährt er immer nur zur selben Nutte, weil er fühlt, sie haben diese besondere Connection. Du Mannsvibe, wir sind skilltechnisch nicht 50-50, das ist wie ein 50-50 gegen einen Frontside-Nose-Bluntslide. Zweite Runde, letzte Punchline, dürft ihr bekannt sein, aber bei dir passt geil. Ich sag sie wie Jay-Z, Baby, battle mit mir is like bringing a knife to a gunfight. Time. Schöne zweite Runde von Greg Pye, macht mal Lärm, Berlin! Also unnormales Battle, ne? Wir sind jetzt mit zwei Runden durch von beiden. Finale kommt jetzt. Ich sag euch am Ende, wie ich es eventuell bewerten würde. Ich finde es einfach nur auch mega spannend, weil ich glaube, ich gucke das Battle jetzt auch einfach nochmal aus einer ganz anderen Perspektive als damals. Und was mir auf jeden Fall jetzt auch nochmal so wirklich auffällt, ist, wie so ein Part von Greg Pye, zumindest der zweite Teil von dem Part, wie der halt einfach ballert, weil Tierstar ihm halt eigentlich den Großteil des ersten Parts und auch im zweiten Part teilweise so diesen Vorwurf macht, Digga, du machst in Battles immer so auf hart, bist es aber gar nicht. So, und Greg Pye dann einfach jetzt so mit diesem Angle um die Ecke kommt. Digga, ich bin halt reifer so, weißt du so, ich will mich nicht profilieren, dies und das anderen Leuten angetan zu haben, so Ghetto, so Gangster zu sein und so, ne? Und also so würde ich es jetzt einfach mal beschreiben. Und das hat dann irgendwie einen richtigen Effekt. Das ist so ein bisschen wie das, was ich halt so bei Karma jetzt zuletzt gemacht habe. So, ich wusste, der wird mir so mit diesen moralischen Vorwürfen kommen. Und ihn darin zu bestätigen, indem ich das Gleiche wieder in dem Battle mache, wäre halt ins Messer so laufen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, hau ich in dem Part vielleicht einfach wirklich mal so ein bisschen einen Teil meiner Geschichte raus. Warum mache ich denn bestimmte Sachen? Oder warum, keine Ahnung, was ist mir denn widerfahren, warum ich teilweise kein Problem damit habe, solche Sachen zu sagen oder sowas. Und sorgt damit irgendwie halt
für ein Verständnis zu dem, wo er mir halt den übelsten Vorwurf draus macht, so, ne? Und ich weiß halt jetzt nicht, ob es geplant war. Also in meinem Fall habe ich auf jeden Fall damit gerechnet, dass von Karma sowas kommt. Deswegen habe ich das ausgerechnet in diesem Battle gemacht. Plus halt, weil ich dachte, es passt zum Namen. So, ich will irgendwas schon mit dem Namen machen, aber jetzt nicht der Tausendste sein, der sagt, Karma is a bitch oder sowas, ne? Und ich weiß nicht, ob Gregpipe hier auch ganz klar wusste, Tierstar wird dieses, ne, ich bin Street und du nicht, Ding aufmachen, oder ob er es einfach so halt aufgeschrieben hat und mit da reingenommen hat. Aber ich finde, dadurch, dass Tierstar diese Lines an sehr vielen Stellen so platziert hat, hat das eigentlich nochmal einen ganz anderen, viel krasseren Effekt bekommen. So, und jetzt gucken wir uns das Finale an. Macht mal Lärm für die zweite Runde dieser beiden MCs! Dritte und letzte Runde, konzentriert euch. Seid mal jetzt alle ruhig. Tierstar. Ich fing an zu rappen auf dem Goodfellas Mixtape und seitdem bin ich für Gangsterscheiß bekannt. Er fing mit einem Freestyle-Tape an und weil er halb Spanier ist, hat das halt Spanish Fly genannt. Battlen ist fressen oder gefressen werden, gehen animalisch wie Tiere hier ab. Nur ein Berliner Bär wird von einer spanischen Fliege nicht satt. Und er denkt, er wäre der Größte, hat vielleicht auch durch Rappen so ein Gefühl, aber innerlich ist die Pfeife nur ein missratenes Kurzkettenmolekül. Ich bin meiner Zeit voraus und er meint, er wäre ein krasser Star, nur weil die Amphibie schon an Land kroch, als ich noch im Wasser war. Die Entwicklung bezieht sich auf unser Rap-Leben, aber sagt uns in Wahrheit auch echt viel. Als ich noch ein kleines Säugetier war, fristete er sein Dasein als Reptil. Und ich gebe zu, damals war es gegen einen wie ihn schon mal schwierig, aber wir alle wissen ja, was mit den Dinos passiert ist. Nur die Jurassic Park Fans finden den Style immer noch voll hart. Mann, ich machte schon Feuer, da warst du nicht mal ein Primat. Als er lernte aufrecht zu gehen, zumindest für ein paar Sekunden, bin ich schon sesshaft geworden, hab angebaut und das Rad erfunden. Und jetzt willst du mich überrennen, aber ziehst im Krieg nur das Schwert. Mann, ich misch Kohlenstoff mit Salpeter und stell Schießpulver her. Bau mal lieber weiter deine Schiffchen mit deinen ganz stabilen Segeln, aber stress nicht, während ich das mit der Dampfmaschine regel. Wenn du einen Ozean überquerst, bekommst du sowieso Bedenkzeit. Ich mach einen kleinen Schritt für mich, aber einen großen für die Menschheit. Und du hast ja nicht mal die Milchstraße entdeckt, Mann, komm mal klar. Wenn du mich suchst, ich bin daneben an, Andromeda. Ich weiß, du kannst mir nicht mehr folgen, aber vielleicht kapierst du jetzt mal die wahre Bedeutung von meinem Namen, ja? Tier zu dem Star! Und er spielt gern Rap gegen Rap, damit er auch mal angeben kann. Wie wär's mal mit einem richtigen Duell, und zwar Mann gegen Mann? Nee, da ist ja mein Arsenal auf jeden Fall nicht so prall. Wenn ihr mich fragt, haben diese Battle-Rapper alle einen Knall. Und vielleicht kann, was ich sag, hier drin jetzt keiner verstehen, aber ich weiß, wovon ich rede, ich war auch mal einer von denen. Ihr ganzer Lebensinhalt, auch da bei ein paar bekloppten Leuten hinten, besteht nur aus Wortspielen. Jeden Tag, ich muss Doppeldeutung finden. Auch er vergleicht nur Vergleiche mit Vergleichen und beschließt, die sind top oder weak und ein Flop. Mann, dieser Freak ist ein Schmock und hat in seinem Leben noch nie eine Strophe geschrieben, ohne wie und als ob. Ich brauch dir nur drei Wörter klauen und du erlebst die Hölle so abgrundtief. Dein gesamtes Repertoire stürzt ein wie das Kölner Stadtarchiv. Und das ist was so, ich glaube, da hat Tierstar recht. Also vielleicht nicht so, dass das Battle-Rapper das zu 100% machen oder sowas, ne? Aber ich glaube, so umschreibe oder etwas, was Rap oft ausmacht, ist ja ein Bild zu zeichnen, eine Situation, egal ob jetzt so lustig, so auf Bad-Bar-Bezug oder halt einfach eine so ein richtiges Bild malen und halt, ja, wie nennt man das? So irgendwie so einen Vergleich herzustellen. Das musst du nicht immer machen, aber ich finde, das macht einen Großteil davon aus. Ne? Und auch mir geht das so. Ne? Also ich habe auch immer wieder so, dass ich dann Wörter höre so und auf einmal mir so Gedanken drüber mache, kann ich die irgendwie einbringen. Aber vielleicht ist das ein Wort, ne? Wie soll ich jetzt Wort X irgendwie in mein Battle bringen? Ne? Außer vielleicht mit einem Wordplay, so, ne? Wie, ne, was könnte das für zwei Bedeutungen haben? Wie kann man das Wort irgendwie splitten und sowas, ne? Also da hat er schon recht, das ist bei vielen Battle-Rappern so mir eingeschlossen. Und ich wäre auch mal gespannt, wenn du wirklich diese ganzen Wie als ob und sowas, ne, aus einem meiner Battles streichst, wie viele Lines dann noch übrig bleiben. Also finde ich einen sehr, sehr spannenden oder eine sehr spannende Aussage, ja. Also erzählt nicht, der Fantasy-Rapper hat doch so viele Rhymes gekickt.
Ich weiß, in seiner Welt hat er auch jeden mit den Lines gefickt. Aber ein Echter kommt und bringt Realität in so einen Battle-Konflikt. Denn ein Blick reicht, um zu sehen, du hast nur eine große Fresse, sonst nix. In einem dritten Weltland würde er sich nie sowas trauen. Ich weiß genau, dass der Kleine dort Hemmung hat. Keine 2 Monate her war ich in Afrika. Und womit ich da konfrontiert wurde, übersteigt selbst deine Vorstellungskraft. Ja, genau, als Last Drop hier analysiert hat, haben wir uns da durch den tiefsten Dschungel gekämpft. Hatten bei Nacht und Nebel Motorschaden zwischen Ibi Bien und Miko Meseng. Es hat geblitzt und gedonnert. Überall wilde Tiere, die harmlosesten waren diese großen Hornissen. Wäre dieser Hardcore-Battle-Rapper dabei gewesen, hätte er sich sowas von in die Hosen geschissen. Weißt du noch, Dani, sag mal nicht, da waren wir richtig gefickt. Und ich hab nicht mal 0,001% von dem Gefühl, wenn die vercrackte Bitch mich hier disst. Mann, das ist kein Battle, das ist Schicksal. Alles hat schon seine Ordnung bereits. Aber er peilt es nicht, weil er keine Ahnenforschung betreibt. Ganz kurz, ich mach das hier nicht für Crowd-Reaction, ja? Ich komme aus einem Land, das nicht mal 50 Jahre alt ist. Und davor war ich da noch nie. República de Guinea Equatorial, ehemalige spanische Kolonie. Mein Opa zog mit Sperren gegen Kanonenkrieg und hat sogar auf 100 Metern immer getroffen. Aber eines Tages wurde er in eine Falle gelockt und von hinten erschossen. Nur weil er kein Sklave sein wollte, fiel er dem Freiheitskampf zum Opfer, war dann tot, aber... Ich hab ein Bild von seinem Mörder gesehen und er sah aus wie dein gottverdammter Großvater. Ich hab vor dem Grab einen geraucht und ob ihr es glaubt oder nicht, plötzlich erschien er als Engel. Eigentlich muss mein Sohn meine Tod rächen, aber er war nicht so ein Gangster wie mein Enkel. Dann habe ich diesen geisteskranken Plan geschmiedet. Ich mein's ernst, Mann, ihr wisst nicht, was für ein Gefühl ich hab. Mein Cousin hat was dabei, ja? Wenn ich will, knall ich den jetzt auf der Bühne ab. Ja, gerade bis gestern noch hab ich mir immer das Gefühl hier in echt vorgestellt, guckte in den Spiegel und sagte, morgen wirst du der berühmteste Rapper der Welt. Aber heute träumte ich von meiner Oma. Und ihr wisst nicht, wie sehr wir sie vermissen. Es war so schön, ihre Stimme wiederzuhören. Sie redete mir tief ins Gewissen. Meinte, wahre Größe zeigt man nur, indem man Gnade walten lässt. Und dann findet man auch in Wahrheit seinen Frieden. Kannst ja auch nicht rumrennen und irgendwelche Enkel von alten Nazis erschießen. Also ich bin gerade komplett gefesselt so. Das ist für mich auf der einen Seite ist das ein bisschen schwierig so, weil wie gesagt noch fehlt mir so ein bisschen der Bezug irgendwie zum Gegner und ne Story, die spannend ist und alles so. Aber wo endet die so? Wo führt die hin? Wo führt die zum Punch gegen Gregpipe und sowas? Ich muss sagen, dieses Obala, ich habe jetzt irgendwie den Mörder gesehen und der sah aus wie dein Großvater. Das ist für mich nicht das, wo es hingehen sollte, weil, Bro, du weißt safe nicht, wie sein Opa aussieht. So, vielleicht, ne, man kann das so ein bisschen so verbildlichen, so, ne, dass man sagt, okay, was hat er eben noch gesagt, dass Greg ja auch irgendwie so spanische Wurzeln hat oder sowas. So, und dann hast du vielleicht jetzt einfach so ein. Ja, so ein Prototyp Spanier irgendwie im Kopf, so, ne? Aber das muss ja nicht sein Großvater sein, das wäre dann schon krass verallgemeinernd und ja, ich weiß es nicht. Also irgendwie, ich persönlich denke mir dann so, ja, ne, ist für mich jetzt gerade viel zu viel Spannung, als dass du einfach sagen kannst, okay, der sah aus wie dein Großvater, aber das Ganze geht noch weiter und ich muss sagen, ich habe viel gesehen, viel gemacht, viel erlebt, so. Aber ich glaube, wenn ich da jetzt so als Gregpipe stände und ein Tierstar steht da und redet gerade diese Sachen und ey, ich habe mir noch Gedanken gemacht, soll ich den abknallen? Ich werde der berühmteste Rapper noch mit dem Blick, mit der zittrigen Stimme und sowas. Ich glaube, ich wäre jetzt auch nicht davon gelaufen, aber ich glaube, ich wäre auf Adrenalin gewesen und hätte auf jeden Fall gedacht, Digga, was hat der Junge vor? Will er mich jetzt irgendwie, will er mich boxen so? Will er wirklich jetzt irgendwas machen, wo dieses Battle beendet ist und er macht seinen Move und wird der, ne, also auf eine andere Art und Weise halt berühmt, so zieht er jetzt gleich ein Messer raus. Der baut gerade etwas extrem Geisteskrankes auf, wo ich jetzt bei 90% der anderen Battle-Rapper wahrscheinlich sogar lautstark anfangen würde zu lachen.
Ne? Also wenn den gleichen Part jetzt Josef Steinschleuder nächste Woche bringt, ich glaube, ich würde mehrfach anfangen zu lachen. So, ne? Ja, genau, du holst jetzt eine Knarre raus und knallst mich hier ab. Du, ne? Man sieht es den Leuten nicht an, aber ich glaube, so wie Tierster das gerade alles macht, so, ich wäre schon so auf Hochspannung gewesen. Irgendwas wird der jetzt machen, so, und ich will irgendwie noch gar nicht wissen, was das ist, ja. Also lasse ich Gnade walten. Geh meines Weges und frag Gott, ob die Tat von mir so nicht gut war. Aber wenn nicht so, dann Plan B. Bam, bam, Hijo de puta! Also ich würde, ich hab Greg 3-4 Mal vielleicht live gesehen. Nur auf dem Frauenfeld-Festival haben wir wirklich ein bisschen intensiver gesprochen. Ansonsten hatten wir auch nie wirklich viel Kontakt. Wir sind uns tatsächlich auch einmal irgendwo in einer Badetherme in Euskirchen über die Füße gelaufen. So. Aber da haben wir auch nicht lange gequatscht, einfach nur so Hallo gesagt und so. Aber also ich weiß nicht genau. Ich kenne ihn einfach zu wenig, um so zu wissen, wie ist der halt wirklich privat drauf, so, ne? Und nochmal, ich könnte von mir auf jeden Fall sagen, ne, ich wäre auf Hochspannung gewesen, was passiert da, ne? Und hätte so ein bisschen die Daumen gedrückt, Digga, egal was gleich passiert, aber mach einen guten Twist und lass es beim Battle bleiben, weil so wie du das hier gerade aufbaust, die Spannung, die du erzeugst, diese Stimme und alles von einem Tierstar, der kann auch gleich irgendwas machen, so was eigentlich keiner sehen will, aber wo der gerade einfach besessen von ist. Ne? Also der hat, finde ich, schon wirklich gut Spannung gerade erzeugt. So, ne? Ich hatte sowas ein einziges Mal im Battle mit Chris Kotzen, dass Chris Kotzen da diese Knarre rausgeholt hat und weil ich halt mal eine Knarre gegen Clap rausgeholt hat und Chris dann sagen so, wollte so, ey, der Move ist übelst uncool und was machst du, wenn mal jemand eine echte dabei hat? Und ich habe in dem Moment auch gesagt, ey, ich kenne Chris ein bisschen so, der kann auch, glaube ich, unberechenbar sein, aber ich habe so gesagt, das ist einfach, ich kauf's dir nicht zu 100% ab. Also ich war leicht angespannt, ne, wo endet das Ganze gleich? Aber ich war mir schon relativ sicher, natürlich hat er jetzt keine echte Knarre und will hier irgendwie im Battle vor der Kamera mit mir russisch Roulette spielen. Ne? Aber dass das jetzt alles einfach fake ist und nicht in irgendeine Richtung geht, die am Ende eventuell sehr spannend werden könnte, da wusste ich halt einfach überhaupt nicht, was ich denken soll. Ne? Aber ich glaube, das, was Tierster hier gerade gemacht hat, so wär ich sein Gegner gewesen, ich hätte auf jeden Fall noch deutlich mehr Paranoia gehabt, so. Wenn ich will, könnte ich jetzt fünfsprachig richtig rasieren. Frag die True School an der Crowd, hab ich das nicht schon bewiesen? Verschwend nur keine Zeit, aber sag's jetzt mal auch deutlich. Was wir nur versuchen rauszufinden, ist, wer gerade besser auf Deutsch ist. Mann, ey, hör mal zu. Selbst wenn er mit seinen Stilmitteln jetzt diese Unterhaltung toppt, die Themenvielfalt aus 3 Runden von mir erreicht er nicht mal, wenn er 100 Alben droppt. Ich fick dein Necronomicon, meine Lines sind wertvoller als eine Tonne voll Gold und wiegen mehr als die Ehre der größten Krieger aus dem stolzesten Volk. Und du denkst wirklich, ein fiktives Buch kratzt an solch einem Stolz? Dass ich dir immer noch nicht die Fresse eingeschlagen habe, ist für mich schon ein voller Erfolg. Du bist nur scharf auf die Rammkrone, weil du jetzt wie ein richtiger Mann rappst. Von mir aus, dann nimm doch, I been there, I done that. Wir sind alle stolz auf dich, mein Kleiner, dass du dir den Titel so schnell greifst. Aber ich werd nach dem Battle in Oslo nominiert. Für den Friedensnobelpreis! Und wenn der Sieger bekannt gegeben wird, schreien die meinen Namen da 4-mal. And the winner is Tierstar, Tierstar, Tierstar! Mann, die Disse gegen meine Kunstfigur verpackst du ja schon gut in deinem Text da. Aber sie prallen an meiner wahren Persönlichkeit ab, denn du bist nur ein Rapper. Hättest du vor 5 Jahren gedacht, dass ich mal Hip-Hop zum Fördern lehre? In Gefängnissen, Oberschulen, Jugendzentren über 100 Workshops gebe? Und soll ich mal erzählen, was ich für die nächste Zeit schon jetzt alles mach? Ben und ich gründen eine Schule mit den besten Sprühern, Breakern und Rappern der Stadt. Selbst dein Sohn kommt sich anmelden, obwohl der Kleine nur so stottert. Ich frag, kann dein Vater dir nichts beibringen? Er nur, Gregpipe ist ein Opfer.
in 5 Jahren hält ihn sogar sein kleines Double für einen Schwätzer. Also wer soll dich noch ernst nehmen, Mann? Du bist nur ein Rapper. Hättest du vor 5 Jahren gedacht, dass ich mich auf dieses Level entwickle? Dass du bei Halt die Fresse siehst, wie ich dich als Battle King disse? Und wenn er in 5 Jahren sieht, wie ich als echter Big Boss Cash da vermehr, hatet er immer noch. Ich war auch bei Rapper Mittwoch besser als er. Nein, warst du gar nicht. Du fandest es nur klug für dein Geschäft, aber hast es wieder mal versammelt, denn du bist nur ein Rapper. Hättest du vor 5 Jahren gedacht, da nach deiner missglückten Fake-Show, dass ausgerechnet ich hier eine Champions League einführe und dich zurück ins Game hole? Ja! Ja! Und in 5 Jahren füllen wir jede Halle, damit alle dieser Show zuhören. Glaubt mir, wenn nicht Olympiastadion, dann zumindest O2 World. Bitte, bitte darf ich mitmachen, fleht er jeden Tag den Tierster an. Aber ich sag nö, du hast das Gerücht in die Welt gesetzt, dass ich nicht freestylen kann. Ja, vor 5 Jahren hat er gedacht, ich kann ja nicht einmal freestylen, no. Jetzt cypher ich mit KRS-One und so in meiner eigenen Freestyle-Show. Und in 5 Jahren steht mein Name in einer Reihe auf jedem Merkblatt mit allen Ikonen und Legenden, die du als Kind auch schon verehrt hast. Also tu mal nicht so, als ob du vor den Moves hier keinen Respekt hast. Du verlangst ihn schon für Reimketten, Mann. Du bist nur ein Rapper. Guck doch mal in den Spiegel, ja, tu das mal in echter Greg. Du bist nicht, was du rappst. Nein, du bist nur ein Rapper. Du bist nur ein Rapper. Du bist nur ein Rapper. Verdammt, sag ihm, was er ist, ja. Wer ist schon Gregpipe gegen Tierstar? Für mich ist das doch kein Rapstar. Jana hat geklärt, Johnny, mach es offiziell. Nächstes Jahr battle ich diese Star. Yeah. Time! Schöne dritte Runde von Tierstar. Mach mal Lärm, Berlin! Boah, es war eine für mich so eine Achterbahnfahrt, ne, weil ich teilweise nicht wusste, wo es hingeht. Und also eine Achterbahnfahrt durch dieses Hoch und Runter, aber auch nur ganz weit oben in den Lüften so, ne? Jetzt nicht, dass die Runde irgendwie extrem schwach geworden ist, dann wieder extrem gut. Aber ich muss sagen, ich habe immer noch nicht so zu 1000% diesen ganzen Aufbau, ne, schon wieder dieses du bist nicht so hart, ne, wenn du da in diesem Dschungel gewesen wärst, wo ich war und sowas, du hättest das gar nicht überlebt und sowas. Und für mich ist zumindest jetzt in dem Battle, ne, weil es so viel thematisiert wird, noch nicht so ganz klar geworden, okay, Gregpipe sagt es aber ja auch nicht so in jeder Runde so. Der hat bis jetzt, ich glaube in der einen Runde, jetzt der Abschluss von der zweiten, das war ja wirklich so auf Battle bezogen, so im Battle sind wir meilenweit auseinander oder da mache ich dich komplett kaputt. Aber meiner Meinung nach, wenn ich jetzt nichts falsch verstanden habe, hat Gregpipe hier null irgendwo gesagt, so ich bin der Härtere von uns beiden oder ich hau dir nach der Show die Fresse ein oder sowas. Ne? Also das, was Tierstar ihm halt über 3 Runden irgendwo auch abspricht, so gibt er sich, finde ich, bis jetzt noch gar nicht so, ne? Vielleicht hat das vorher gemacht, halt bei den Feuerwehr-Deutschland-Sachen oder in auf Tracks, ich weiß es jetzt nicht, ich bewerte jetzt erstmal nur das. Und dass Tierstar sagt, für mich ist das halt schon ein Gewinn, wenn ich dir jetzt nicht den Schädel einschlage, ich sollte eigentlich hierfür einen Friedensnobelpreis und so bekommen, da denke ich mir halt die ganze Zeit, ich verstehe irgendwo den Punkt, aber nicht so ganz. Du gehst ja nicht in ein Battle, ne, wenn du dich permanent zurückhalten musst, so den Gegner kaputt zu schlagen und sowas, so, weißt du, so, das klingt für mich, als ob du sehr, sehr wütend auf ihn bist, so, als ob er irgendwas gemacht hat, was dich übelst abfuckt und du dich deswegen gerade bei ihm zurückhalten musst. Und da war für mich der Punkt nicht so ganz greifbar, was hat er denn gemacht? Also warum bist du denn so abgefuckt auf ihn und musst dich zurückhalten und solltest alleine dafür, dass du, wie jeder andere auch, hier einfach ein Battle machst, irgendwie nochmal besonders geehrt werden? Das ist für mich irgendwie nicht so ganz klar geworden. Ich bin aber auch, wisst ihr, glaube ich, inzwischen so nicht der, ich check halt auch nicht immer oder überhör mal den ein oder anderen Inhalt oder sowas, ne? Also wenn euch das ein bisschen deutlicher geworden ist, worauf das Ganze basiert, dann schreibt es mir auch nochmal in die Kommentare, wenn das mit dem Abschluss zu tun hat, den ich wieder auf einem ganz anderen Level unnormal geil fand, ne? Weil das ist dieses, er redet zwar mehr so von sich, ne? Er redet so von der Situation, du Gregpipe hast zu mir, Tierstar, vor 5 Jahren nach unserem Feuer über Deutschland Battle gesagt, du bist kein Battle Rapper, du kannst nicht freestylen, du wirst nie ein gutes Battle machen, so auf den ungefähr. Und jetzt stehe ich hier, ich lade dich in meine Liga ein, ich habe hier jahrelang Freestyle Battles gemacht mit
mit bekannten Rappern habe ich hier gecyphert und so weiter. Ich habe was aufgebaut, ich gebe Workshops so und du kommst in meine Show. So in meine Stadt, in meine Show, auf meine Bühne und machst dein nächstes Battle seit 5 Jahren oder so, ne? Und das, finde ich, ist halt ein unnormaler Punkt, der sehr viel beinhaltet, dass Tierstar sich hervorhebt und jetzt nicht so unnormal Greg Pipe angreift. Aber das ist zum Beispiel so ein Ding, das werde ich euch auch, wenn wir uns irgendwann das Titelmatch angucken von Kato gegen Niles, ne? So eine Sache, wo ich halt auch so ein bisschen der Masse widersprechen muss, die da irgendwie sagt, Niles hätte gewinnen müssen. Ich will da jetzt noch nicht zu viel drauf eingehen. Aber beispielsweise, wenn es hier jetzt um einen Rap-am-Mittwoch-Titel gehen würde, ne? Dann wäre dieser Part von Tierstar, obwohl er meiner Meinung nach gar nicht so krass gegen Greg Pipe geht, also so... Es geht irgendwo gegen ihn, aber es hat halt auch viel damit zu tun, sich selber irgendwie so zu präsentieren, ne? Und das ist zum Beispiel was in dem Titelmatch. Hätte ich auf einer ganz anderen Ebene Tierstar jetzt vor Greg Pipes dritter Runde sehr weit vorne gesehen. Warum? Weil ich finde, ein Champion, ein Titelmatch, in einem Titelmatch, da solltest du mehr sein als einfach nur der Gewinner des Battles. Deswegen sage ich so, für mich ist ein Titelmatch auch sehr schlecht, wenn es sich anfühlt wie ein normales Match. Es muss auch irgendwo um den Titel gehen. Man muss ein bisschen auch wissen, wer da steht. Also jemand sollte nicht in ein Titelmatch kommen und sich erstmal dem halben Publikum erklären, wer er überhaupt ist oder sowas, ne? Du musst irgendwo nicht nur der Gewinner dieses Battles sein, wo du vielleicht auch zu Recht reingekommen bist, aber du musst auch so ein bisschen zeigen, warum will ich diese Liga präsentieren, warum will ich als der Champion rumlaufen, der Champion dieser Liga. Das macht dich nicht immer zum Besten, aber das macht dich meiner Meinung nach irgendwie so als Gesicht, als der Repräsentant dieser Plattform so. Und deswegen ist das, was Tierstar zum Beispiel jetzt gesagt hat, ne, wo war ich vor 5 Jahren, wo bin ich heute, was mache ich heute? Ich gehe als Battle-Rapper und mache Workshops so, ne, helfe in Schulen, helfe in Gefängnissen, so Leuten, die auf der schiefen Bahn waren, so mit Hip-Hop vielleicht was Neues zu entdecken und wieder auf einen geraden Weg zu kommen, anders mit Gewalt und sowas umzugehen, so, ne, und er zeigt so richtig, was kann ich aus Battle Rap alles rausholen, so, ne, und was hat das mit mir als Mensch gemacht in meiner Entwicklung auch hier, so, ne, und das ist für mich so ein spannender Punkt, so, ne, wie gesagt, es ist jetzt kein Titelmatch und deswegen muss ich am Ende gucken, wenn ich das hier irgendwie judge und mich für einen entscheiden muss, wie ich das einstufe, aber das halt nur schon mal vorneweg auch nochmal zu dieser ganzen Titelsituation. Ich finde, in einem Titelmatch, außer beide tun es halt nicht, ne, wenn da zwei Leute stehen, die halt ein ganz normales Battle in Anführungszeichen führen, wo es kaum um den Gürtel geht, wo es kaum auch um die Plattform und was man nicht schon alles gemacht hat, es muss auch nicht jedes Titelmatch gleich aussehen, ne, dann wäre es auch wieder nicht spannend. Aber wie gesagt, für mich gehört ein Titelmatch viel mehr als halt einfach nur dieses Match zu gewinnen, ne, das solltest du im Idealfall natürlich auch, ne, also ich will damit auch nicht sagen, Niles war eigentlich der klare Battle-Gewinner und Kato hat das aus anderen Gründen gewonnen, ne, wie gesagt, ich spreche darüber, wenn wir das rewatchen, das wird noch ein paar Wochen dauern, habe ich euch ja schon gesagt, wir sind jetzt bei dem Battle, es ist kein Titelmatch oder irgendwas, aber dieser Part ist für mich so ein richtiger Part, den, keine Ahnung, den sehe ich in so einem Titelmatch, so wie Tierstar, was er da erzählt hat, wie er sich da mit Greg Pipe verglichen hat und was er aus sich gemacht hat, seit Greg Pipe ihm irgendwann mal gesagt hat, Digga, du bist kein Battle-Rapper. Das ungefähr meine Worte dazu und jetzt, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt dieses Video schon angucken, Tierstar haut ja auch auf Kacke hier mit Runden und wir gucken jetzt den Rest von Greg. Boah. Ey, rede nicht von Freestyle, du Bitch. Wann hast du in deiner Scheißrunde irgendwo einen Freestyle gekickt? Ich schwör, ich hasse ihn. Schon die dritte Runde gegen diesen Mongo mit Shirt. Ich schwör, ich wette, für dieses billige Modell hast du dein ganzes Konto entleert.
Du kleiner Vogel, ich schwör auf meine Mutter, es ist wahr. Als ich mit Ben telefoniert hab, hat er zu mir gesagt: Ey Greggy, ich träum so krass von einem Team-Battle mit dir und Tierstar. Ihr habt's beide so drauf, Digga. Und ich so, ja, normal, normal. Lass mal schauen, Digga. Ey, bevor ich mit ihm im Team-Battle, verträgt sich Bushido wieder mit K1, hält um seine Hand an zu einem Drake-Song am selben Tag, an dem Detox von Drake kommt. Und ihr habt wirklich die Frechheit besessen und dieses Battle the Revenge genannt. Aber dabei vergessen, meine Texte stammen nicht von Menschenhand. Wenn ich wirklich gegen Tierstar verliere, setze ich automatisch einer seiner Fans in Brand. Nee, im Ernst, wenn ich es wirklich schaffen sollte, mich hier echt zu blamieren und gegen diesen Depp zu verlieren, dann wäre es irgendwie ironisch, wie wenn ein Nazi in der Rechtskurve stirbt. Dann ist es immer noch Greg der Mac mit der Baba-Expertise. Frag nicht, wie viel Pada ich verdiene, vor oder hinter den Kamerastativen. Warum Chicas bei mir einen Klammeraffen schieben, aber dir die Schwangerschaft verbieten. Alles, was ich weiß, ich baller Magazine, du ballerst deine Ziege. Meine Raps sind Boss, deine Raps sind soft wie Mike in Anna und die Liebe. Ey, und ihr drei seid ziemlich beste Freunde. Ich liebe diese Momente, wenn der Checker verpasst wird. Achtet mal auf Mike Fiction jetzt nach dem Kamerawechsel. Ey, und ihr drei seid ziemlich beste Freunde. Ich weiß es ganz genau, ey. Also entschuldigt, wenn ich eurem ehrenwerten Gremium nicht so ganz vertraue. Ich meine, ihr macht schon gut einen auf... Ich meine, ihr macht schon gut einen auf deutsche KOTD, goddammit. Was soll das sein? Disaster, DNA, Poison Pen und der jüdische Organic? Ey. Aber ey, von mir aus glaub... Von mir aus glaub, du bist der geilste Live-MC und du rulst die Champions League. Aber hiernach läufst du nur auf Knien und frisst Scheiße. Human Centipede. Ich meine, warum wollen alle immer gegen mich gleich den Krieg, aber Rhymes so weak und werden so leicht besiegt? Was für BMCL? Für mich braucht man BMTL, Battle Mania Titans League. Ja. Meine Rhymes haben Wiedererkennungswert wie ein lila gestreiftes Einhorn. Deine Rhymes haben Wiedererkennungswert wie ein in China gereiftes Reiskorn. Ich wette, über deinem Bett hängt ein Bild von NWA, direkt neben dem schwarz-weißen The Chronic Poster von der Knarre und Dre. Und es sind wirklich keine Sprüche, ihr dürft gern alle mal lachen. In seiner Küche hängt dasselbe Tupac All Eyes On Me Poster, das wir damals alle mal hatten. Real Talk. Der ist für Luis Rodriguez auf Twitter. Gestern habe ich mit meiner Mama telefoniert und sagte ihr: Mami, morgen battle ich einen echten Gangster. Und sie sagte nur: Ay, mi hijo, no te preocupes, ese Tierstar es un Wangster. Solo un idiota con un cuchillo muy pequeño, un chiquillo gilipollas sin vergüenza. Also Tierstar, tu nicht immer so krass hart, ich weiß doch, dass du mich krass magst. Ich seh dir doch an, ich bin der Mann, an den du die letzten 8 Wochen lang am meisten gedacht hast. Also sei nicht enttäuscht, weil meine Rhymes mehr als fett sind und ich die Gegner mies kill und du nur sagen kannst, bei mir läuft, wenn du am Sterbebett in den Katheter pieselst. Ich schwör... Hiernach stehen deine Brüder in deinem Grab und schieben Wache. Nightmare on RAM Street, dieser Tag hier ist Greggy Krügers Rache. Ich schwör, ich hasse dich. Du bist mir so übel Latte, ich find dich so übel Kacke. Du und Lars wart beide so tief in Savage Arsch, dass ihr sehen konntet, was er zum Frühstück hatte. Wahrscheinlich veganes Müsli, Bratte. Ich meine, ich stehe jetzt vor dir und fick dein Leben, bis du halluzinierst. Auf einmal denkst du, Chelo 385 steht vor dir und sagt: Rapper Mittwoch, diese Greg Pipe, alles rasiert. Ey, aber überleg mal, eigentlich war abzusehen, dass das passiert. Ich meine, nimm ein Tee aus deinem Namen, scrabble ihn rückwärts und da steht rasiert. Und du hast mal in einem Battle gesagt, dein Vater wäre Medizinstudent gewesen und deine Mutti Schneiderin. Dann fragt dein Vati, ob er dich obduziert und deine Mutti, ob sie dir ein Bodybag schneidern will. Time. Wow, schöne dritte Runde von Greg Pye. Macht mal Lärm, Berlin. Dieses Battle ist offiziell unjudged. Jeder von euch hat genug Expertenwissen. Es
So, ich diskutiere gleich so über die letzte Runde von Greg. Ich spule noch einmal gerade vor zur Hymne. Wir haben gewonnen! Ihr beide habt gewonnen, Alter! Es war ein großartiges Battle, Alter! Und deshalb, ich brauche alle eure Arme! Und ihr müsst mir alle dabei helfen! Kommt nach vorne, MCs! Kommt nach vorne, Alter, Greg! Komm her! Rapper mit vor, kommt alle mit vor! Wenn ihr nichts mit mir macht, dann müsst ihr gehen! Ich liebe dieses Outro, diesen Show-Abschluss einfach so. Den muss ich auf jeden Fall prinzipiell bei jedem BMCL, was wir uns angucken, werde ich den drinnen lassen. Boah. Jetzt glühen mir auch die Ohren. Alter, war das eine lange Folge und wir sind noch nicht ganz am Ende. Ich würde einfach mal sagen, ich würde am liebsten, na, ich versuche ja auch immer so am Ende meine Meinung zu sagen, an wen hätte ich es gegeben. Boah, ich würde es mir am liebsten nochmal auf Video angucken. Nein, das ist halt wirklich so. Auf der einen Seite, na, haben die beiden grundverschieden gebattelt. Und das macht es eigentlich immer ziemlich einfach, dann zu sagen, okay, das eine kam für mich besser an. Ich finde, das ist, ist immer schwieriger, so wenn du persönlich halt mit dem einen gehst, außer du wirst dann halt ein bisschen enttäuscht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, das, was Greg gemacht hat, das holt mich halt viel mehr ab. Er hat super gemacht, so deswegen finde ich persönlich Greg Pipe besser. Ne? Wenn ich das, was Greg Pipe aber jetzt gemacht hat, viel mehr feier, ne? Er es aber diesmal nicht so gut gemacht hat, so, dann wäre es schon irgendwie schwierig so. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ne? Ich muss sagen, ich glaube, die zweite, die war, auch wenn ich Greg Pipe am Anfang nicht so folgen konnte, ne, weil es sehr ähnlich wie in dem ersten Part war, ne, sehr, sehr viele kurze einzelne Lines, kein richtiges Thema und sowas. Ich fand auch die Lines an sich nicht so krass wie im ersten Part, bis er dann zu diesem Real Talk-Ding kam, so, ne, hier auch mit, du hast ja diesen einen da abgestochen und dass der überlebt hat, zeigt, dass du gar nichts richtig machst und dass das auch alles nicht so krass ist und ein Mann, wenn der für seine Kinder da ist und einen Job sucht und seine Familie versorgt, das ist Hustlen, Alter, und nicht irgendwelche Straßengeschichten, was man halt irgendwann in der Jugend denkt, so. Also dieser zweite Teil von Greg, der hatte für mich so einen Impact, dass ich da auf jeden Fall sagen würde, neben der zweiten von Tierstar ging die auf jeden Fall an Greg. Die dritte, muss ich sagen, sehe ich relativ eindeutig bei Tierstar, aber auch da, habe ich euch ja eben schon gesagt, gab es so ein paar Momente, wo ich gar nicht, ne, wo ich vielleicht zu lange aufpassen musste, wo ich zwischendurch wirklich gedacht habe, wo geht das Ganze jetzt hin? Ne, Greg Pipe auch wieder eine richtig gute dritte Runde, aber für mich halt irgendwie nicht so schwer. Also für mich war das Ende der zweiten das, was heute so die klassische dritte Runde eigentlich braucht. Ne? Und das, was er jetzt in der dritten gemacht hat, das hätte so von der Schwere eher in die erste oder zweite passen können, so. Deswegen die dritte auf jeden Fall bei Tierstar. Und bei der ersten tue ich mich anormal schwer, weil da ist das, was ich von Greg haben will, hat er da perfekt gemacht, so einfach geile Reimketten, unnormale Wordplays und so, also ich weiß es nicht so, die waren beide auf ihre Art und Weise unnormal krass, ne, so, ich glaube persönlich würde ich tatsächlich, wie jetzt im Beispiel eben genannt, stehe ich auf das, was Tierstar da, was Greg Pipe da gemacht hat, einfach ein bisschen mehr. Deswegen glaube ich, so ganz persönlich würde ich da tatsächlich mit Greg gehen und das an ihn geben. Auf der anderen Seite, auch wenn es an sich gar nicht so mein persönlicher Lieblingsgeschmack ist oder so,
finde ich, das, was Tierstar da gemacht hat, hat er einfach maximal gut gemacht und wie gesagt, so auch auf dem Stand heute, ne, hat er da so viel mehr Sachen rausgesucht, die halt wirklich zutreffen, so, ne, und ohne jetzt einfach sich so lustig zu machen. Also das von Greg war halt sehr generic irgendwo, generic bis oberflächlich, habe ich eben mal gesagt, so, und das wird so aus heutiger Sicht für mich dann eher ich weiß nicht so, ne, was ein Tierstar macht, halt irgendwie viel, viel krasser, ne, viel krasser umgesetzt, viel mehr mit dem Gegner beschäftigt. Also ich kann mich tatsächlich nicht so ganz festlegen, ne, also irgendwo kann man es anhand der ersten an Tierstar geben, irgendwo habe ich meinen persönlichen Geschmack, der würde eigentlich mehr zu Greg gehen. Ich weiß halt nicht, was mir tatsächlich wichtiger wäre, wenn ich das jetzt entscheiden muss. Zum Glück ist das Battle, meine Entscheidung interessiert keinen. Ne? Das ist halt wieder so der Punkt, wo ich sage, warum braucht das Ganze denn ein Judging so? Wir haben einfach ein unnormal geiles Battle gesehen, wir haben ein Classic gesehen, wir haben zwei der größten Legenden, die es im deutschen Battle Rap gibt, gegeneinander gesehen in einem unnormal geilen Match und ich finde, das reicht doch eigentlich aus. Na, wie gesagt, ich weiß tatsächlich nicht, wo ich mich festlegen würde. Ich habe euch jetzt zwei Sichtweisen gesagt, ne? Das mache ich schon mal, ne? Das mache ich nicht in jedem Battle so. Das ist auch nicht so, dass ich da irgendwie Angst habe, so bei einem jetzt schlecht dazustehen oder sonst was. Aber ich bin froh, dass man mir jetzt nicht die Pistole auf die Brust setzt. An wen gibt's es denn? Ne? Ich kann es an ihn geben. Also zumindest zweite und dritte Runde kann ich schon relativ deutlich sagen, wen ich da jeweils vorne gesehen habe. Und in der ersten kann ich mich tatsächlich nicht entscheiden. Vielleicht, wenn ich es jetzt muss, würde ich dann tatsächlich mit Tierstar gehen, weil ich inzwischen, glaube ich, den Inhalt an sich und was er daraus gemacht hat, plus halt die Länge der Runde, die einfach auch gut gefüllt war, was man auch wiederum aber als unfair ansehen kann, so, ne, weil wenn, nee, nicht als unfair, weil die haben ja auch vorher gesagt, wir achten gar nicht auf die Rundenzeit, das heißt, Tierstar hat da nicht irgendwie überzogen oder sowas, ne, er hat jetzt nicht irgendwie ein Limit überstiegen. Wenn beide sagen, uns ist die Rundenzeit scheißegal, dann kann das schon mal sein, dass der eine 3 Minuten und der andere 10 rappt. Von daher, glaube ich, würde ich einen Ticken mit Tierstar gehen, aber ich glaube auch, vor ein paar Jahren, wo ich dieses Battle gesehen habe, da wäre ich eher mit Greg Pipe gegangen, so, weil das, diese ganze Technik und so da, glaube ich, für mich viel mehr Impact gehabt hätte, so, und die einzelnen für sich stehenden Lines, die gar nicht so gegnerbezogen sind, die wären mir vor ein paar Jahren auf jeden Fall viel wichtiger gewesen und ich glaube, ich hätte gar nicht so dieses ganze Ding, was Tierstar da in der dritten am Ende noch gemacht hat, das hätte ich in dem Fall auch gar nicht so hoch gewertet. Ne? Das dazu, ansonsten sind wir jetzt wirklich schon bei einer sehr, sehr langen Folge. Ich würde sagen, wir ziehen es jetzt nicht in die Länge. Ich werde euch jetzt nicht noch weitere Sachen sagen. Ich glaube, gibt's auch nicht. War ja selber nicht vor Ort. Ich kann euch diesmal keine Backstage-Stories, dies, das, tralala erzählen. Ich habe versucht, so viel es geht, was ich mitbekommen habe, was ich weiß und so weiter und so fort zu den Inhalten und generell zu erklären. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagnachmittag. Nächste Woche mein Tour und Tour mit Kato. Jetzt in den letzten Tagen wurde auch schon einiges gefixt. Also mein Jahr ist so gut wie durchgeplant. Macht euch auf einiges gefasst. Ich danke euch fürs Einschalten und ich bin raus.